Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ibs on Air, Folge 27. Heute wieder mit am Start die Standardbesetzung, der Markus. Hallo Leute. Der Philipp. Guten Tag. Und meine Wenigkeit, der Flo. Hallo Flo. Hallo. Unsere heutigen Themen sind unter anderem die S-Bahn-Netze, S-Bahn Nürnberg, die S-Bahn Berlin. Dann geht's natürlich um die neue Fernverkehrsflotte der Bahn, den ICE 4 und den Intercity 2. Und unser heutiges großes Hauptthema, das autonome Fahren von Zügen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem S-Bahn-Netz in Nürnberg. Ja, was ist denn in Nürnberg so passiert, Markus? Also alle Hoffnungen haben sich wieder zerschlagen. Es ist ein Durcheinander. Zieht da eigentlich noch jemand durch, bei welchem Stand wir jetzt gerade sind? Also momentan sind wir bei dem Stand, dass National Express die S-Bahn Nürnberg bekommt. Aber auch nur vielleicht. Also mein jetziger Stand ist, dass die DB wieder dagegen klagen möchte. Genau, die DB hat auf jeden Fall noch die Möglichkeit, nochmal vor Gericht zu klagen, Einspruch zu erheben. Wollen wir es nochmal ganz kurz Revue passieren lassen? Die Geschichte ist ja schon im Februar diesen Jahres losgegangen, damals als die BEG eben bekannt gegeben hat, dass sie den Zuschlag an National Express erteilen will. Und da hat praktisch dann schon im Februar das ganze juristische Auseinandersetzung begonnen. Genau, und dann kam nämlich relativ schnell raus, dass das Angebot von National Express extrem viel günstiger gewesen sein soll als das der Bahn. Also man sprach da von dreistelliger Millionenhöhe. Und dann hat die Bahn Einspruch eingelegt, woraufhin denn die Vergabekammer gesagt hat, ja, es war ein Fehler, das an National Express zu vergeben, weil National Express ist finanziell überhaupt nicht in der Lage, dieses Netz zu übernehmen und wurde von allen Ausschreibungen ausgeschlossen. Das hat National Express und auch die BEG nicht eingesehen und hat dann wiederum gegen diesen Einspruch geklagt. Und da kam dann raus, dass die Vergabe neu durchgeführt werden muss und dass die Finanzkräftigkeit von National Express erneut geprüft werden muss. Und das ist jetzt wohl abgeschlossen, woraufhin die BEG wieder gesagt hat, ja, National Express kriegt die S-Bahn Nürnberg. Jo. Das Ganze dauert halt dann mal 10 Monate, ja. Und könnte jetzt eben vielleicht noch weitergehen, je nachdem. Die Bahn prüft es wohl, wieder rechtliche Schritte einzuleiten und dann kann das Ganze sich noch ein paar Monate hinziehen. Ob das dann noch was wird mit Betriebsaufnahme im Dezember 2018, ja, das steht möglicherweise noch in den Sternen, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube eher nicht. Zumal sie haben es ja schon mal um ein Jahr verschoben, ne? Richtig, das war ja noch bevor es bekannt gegeben wurde an National Express. Also praktisch schon während der Ausschreibung, während der laufenden wurde, ist dann nach hinten verschoben, soweit ich es damals mitgekriegt habe. Ja. Ursprünglich war es, glaube ich, zu 2017 läuft der Verkehrsvertrag aus und dann haben sie schon von Anfang an ein Jahr draufgelegt, weil sie es nicht so schnell geschafft haben. Und das ist natürlich auch schwierig jetzt für den Hersteller. Ja, die sollen ja von Skoda, glaube ich, kommen, die neuen S-Bahn-Züge, die National Express einsetzen wird. Und da jetzt schon mal anzufangen zu bauen und dann stehen die Züge vielleicht nur rum und können nicht eingesetzt werden hier, wäre natürlich auch nicht so toll. Vor allen Dingen, weil es natürlich für jedes Land dann wieder eigene Sicherheitsstandards und eigene Ausrüstungen gibt für die Züge. Ja, die können so lange nicht anfangen, bis National Express schwarz auf weiß hat, ohne jegliche Einspruch, ihr kriegt die. Und dann können die zu Skoda gehen und sagen, hier, wir wollen 500 Fahrzeuge von euch haben. Und erst dann können die anfangen mit bauen. Und das gleiche Problem natürlich auch für die Bahn, die ja auch ihre X-Wagen und 143er-Züge natürlich dann auch ersetzen muss mit diesem neuen Vertrag, weil ja Neufahrzeuge gefordert sind und die Bahn genauso wenig jetzt neue Fahrzeuge eben da schon. Aber die Bahn hat den Vorteil, sie will ja, glaube ich, auf die Talent 2 setzen, ne? Auf den 442, ja. Ja, 442. Und ich glaube aber, was ich mitbekommen habe, teilweise auch diese neuen 440 da, diese 1440, 1440, ja. Hat aber bei beiden haben sie ja quasi den Vorteil, dass diese Fahrzeuge schon im Einsatz sind. Genau, die fahren schon und sind schon zugelassen, während die Skoda-Fahrzeuge noch nirgendwo in Deutschland fahren. Das heißt, sie müssen erstmal durch das deutsche Zulassungsprozedere und... Das ist kompliziert. Das sieht man jetzt gerade bei diesem Pesa-Link, wo doch die Oberpfalzbahn eben wieder storniert hat, weil sie gesagt hat, es hat so keinen Sinn, solange das EBA da keine Zulassung dafür gibt. Und das ist halt ein Problem, ja, bei ausländischen Herstellern, die wohl versuchen, hier auf die deutschen Sicherheitssysteme zu setzen und müssen halt natürlich trotzdem alle Formalitäten trotzdem so einbauen, dass es eben passt. Ja, aber ich glaube, Siemens und Bombardier haben ja da dieselben Probleme. Also denen geht's auch nicht besser, wenn die neue Züge zulassen wollen. Ja. Und dasselbe Problem, was Nürnberg hat, hat Berlin auch, weil die schreiben auch gerade oder haben ihre S-Bahn ausgeschrieben und es war auch ein Akt. Da ging's nur um den S-Bahn-Ring. Das heißt, sie haben schon von Anfang an das Netz geteilt und haben nur den Ring ausgeschrieben. Und da haben sich am Anfang sehr, sehr viele Unternehmen beworben drum. Und jetzt am Ende ist nur noch ein Anbieter übrig geblieben. Alle anderen sind freiwillig vorher ausgestiegen.
muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also nicht, der Besteller konnte sich nicht einen aussuchen, nach dem Motto, ich nehme jetzt das günstigste. Nein, es war nur noch einer da. Das war halt die Bahn. Das zeigt halt mal wieder, wie komplex solche S-Bahn-Systeme sind und wie schwierig es ist, dann sowas wirklich von einem privaten Betreiber übernehmen zu lassen. Ne? Gerade eben so etwas Komplexes auch wie die S-Bahn Berlin, auch wenn es jetzt eben nur der S-Bahn-Ring war. Aber es ist an sich ja schon mal ein sehr dichter Takt, der da gefahren wird. Und ich glaube, die S-Bahn Nürnberg ist da mehr mit einem Regionalverkehr vergleichbar als jetzt mit einem klassischen deutschen S-Bahn-Netz. Ja, okay, S-Bahn Berlin hat natürlich auch noch die Eigenheit, dass es ein Gleichstromnetz ist und du wirklich vollständig eigenentwickelte Fahrzeuge brauchst. Ganz, ganz, ganz andere Anforderungen. Ja, da ist so eine Nebenbahn-Ausschreibung natürlich für jede Privatbahn leichter zu gewinnen. Ja, definitiv. Da können Sie ein Fahrzeug von der Stange nehmen und da ist auch so eine Ausschreibung zu, also selbst dieses Ausschreibungsverfahren an sich deutlich einfacher. Aber das, was die S-Bahn danach präsentiert hat, als die Fahrzeuge, die da fahren sollen, ja. Selbst das wurde ja ausgeschrieben. Es wurde ja ausgeschrieben, ob jetzt eben da Stadler, Siemens eben in dem Konsortium da als Hersteller genommen werden oder Bombardier. Und ja, man hat sich dann eben für Stadler und Siemens entschieden. Nee, das war schon Teil des also es war nicht getrennt ausgeschrieben. War nicht getrennt ausgeschrieben. Der Sonderfall, den wir in Berlin hatten, war, dass Bombardier sich selbst als Betreiber beworben hat. Ach so, das habe ich dann gar nicht so mitgekriegt. Ja? Okay. Und deswegen hat Bombardier gleich am Anfang auch die eigenen Fahrzeuge mit vorgestellt. Und Bombardier ist halt jetzt mit seinem Kameraden, den sie da hatten, ich weiß gar nicht, wer das war, also die Bombardier war es nicht alleine, die haben sich noch einen IVU mit dazu gesucht, den sie das zusammen machen. Und die sind halt auch ausgestiegen und im Letzten ist halt nur noch die Bahn übrig geblieben. Und die hat jetzt halt ihre Fahrzeuge vorgestellt, die von Stadler und Siemens kommen. Mhm. Und die sehen äußerst eigenwillig aus. Sehr, sehr eigenwillig. Ist hier ist dieses aus wie so ein Quader, so ein Spielzeugquader? Also der ist vorne flach nach unten. Also aerodynamisch, würde ich sagen, so effizient wie ein kleiner Schrank. Wobei natürlich bei der S-Bahn Berlin keine so hohen Geschwindigkeiten gefahren werden. Ich weiß gar nicht, was ist da, 80 oder sowas? Ja, 80 fahren die immer. Da hat dann die Aerodynamik keine so eine hohe. Wahrscheinlich das nicht. Das Design aber, dann wichtiger, aber wenn natürlich aber sowas bei Straßenbahnen dann sind die doch so leicht. Es ist halt das Bild, was man erwartet, wenn man so einen Zug sieht, dass der so leicht, ne, geschwungen ist, aber das Ding ist einfach nur ein Klotz auf Schienen, ein Klotz auf Räder auf Schienen. Ist wobei, aber nett formuliert, also. Ja. Wobei die Berliner U-Bahn, die BVG ja sowas auch ganz gut kann, da sind doch die neueren Fahrzeuge auch mehr so klotzartig gemacht. Ja, ja, also, vielleicht ja, ist das ja so eine Berliner Eigenheit, ich weiß ja auch nicht. Vielleicht. Also da gibt's so richtig schöne S- und U-Bahnen. Da bin ich schon immer neidisch drauf gewesen in anderen Städten. München gehört nicht dazu. Ach, zu U-Bahn aber schon, hoffe ich, oder? Okay, neue, ja, aber die neue Straßenbahn hier in München ist jetzt auch nicht die schönste. Vor allem, wenn man bedenkt, dass selbst diese C1-Züge auch schon 15 Jahre alt sind. Also da finde ich doch, für die damalige Zeit haben die sich schon ein schönes Design einfallen lassen. Ja. Naja, über Design mag man ja streiten, von daher. Wie findet ihr denn das Design vom ICE 4? Ja, ich habe ein bisschen nur zweimal in live gesehen, wie er jetzt hier in München rumstand. Und ich muss sagen, zumindest schon mal besser als von diesem Velaro D, finde ich schon. Ja. Nur die Türen, die stechen halt irgendwie so komisch raus, finde ich. Da ist das Glas irgendwie zu groß gemacht. Keine Ahnung, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber hat mir nicht zugesagt. Von vorne her fand ich ihn schon schick. Na, da sagt mir der Velaro D mehr zu. So unterschiedlich ist das, ja. Er sieht schon sehr kantig aus, der ICE 4. Ja. Ich finde die Bezeichnung grauenvoll. Ich meine, ursprünglich, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückschrauben, hieß das Projekt ja ICX. Genau. Und das hieß ja nicht ICX, weil es ein ICE werden sollte, sondern ICX war mal dafür gedacht, die Intercity-Flotte zu ersetzen. Ja, jetzt hat man einfach ein ICE 4 draus gemacht. Ja, weil dann gleichzeitig die Dosto-ICs kamen und die jetzt wiederum dann die alten ICs ersetzen sollen. Also bei der Bahn, da ändern sich die Sachen öfter mal. Da muss man immer am Ball, immer aktuell bleiben, damit man auch alles mitbekommt. Ja, die Geschichte hinter den Dosto-ICs, die jetzt IC 2 genannt werden, ist ja genauso kurios. Denn der Gedanke dahinter war ja mal, besonders schnell neue Fahrzeuge auf die Schiene zu bekommen. Die Idee entstand in der Hochzeit des Fahrzeugmangels, wo hier die ganzen ICEs stillgelegt waren wegen Achsproblemen und so weiter. Und da hatte man halt die Idee, Mensch, man nimmt einfach Fahrzeuge, die in Deutschland schon zugelassen sind, sprich Baureihe 146, Lok, die gibt's schon, brauche ich nur bestellen, auf die Schiene stellen, fährt, hänge ich hinten Dostos ran, die gibt's schon, sind zugelassen, die male ich einfach weiß an, roten Streifen rum und schwupps habe ich mein Intercity. So hat man sich das mal gedacht.
Und dann kamen die Leute vom Fernverkehr und haben gesagt, ja, so geht das jetzt aber nicht. Also brauchen wir schon noch das drin. Dann muss es eine Zugbesteuerung haben, eine Türüberwachung. Und dann fing es an, ja. Waren, glaube ich, jetzt 2 Jahre, oder? Die das später in Betrieb gegangen ist, dieses Intercity-Netz, Dosternetz. Ja, ich glaube, es sind Dezember 2 Jahre. Dezember 13 und, oder und, jetzt Dezember 15, ja. Und gefahren sind sie dann 2 Tage und sind wieder in der Werkstatt. Was soll man da noch zu sagen, oder? Also der Hersteller Bombardier, irgendwie bekleckert er sich nicht mit Ruhm. Ja, die sollen wohl zu doll schaukeln. Also wie ein Schiff sollen sie doch sein, oder? Ja. Da gibt's so einen Beitrag auf, ich habe ihn auf Facebook gesehen, die Videos, das sieht echt heftig aus. Ich weiß nicht, ob die da mit der Kamera extra zusätzlich gewackelt haben, aber sollte der Dosto-Wagen wirklich so stark schaukeln, sah ja schon sehr, sehr kurios aus. Ja, das sind ja wohl eben neue Drehgestelle, Bauart Görlitz 9, die man schon seit fast 10 Jahren getestet hat an anderen Regionalzügen und jetzt eben neu eingebaut hat für den Vario Twin Decks, nennen sich diese neuen Bombardier-Wagen. Und so wie es aussieht, ist es nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Oder sie wollten eben doch so ein bisschen so einen Schiffscharakter reinbringen und das ist vielleicht Absicht, wer weiß. Also meine Dosto-Schaukeln glaube ich nicht so. Kommt vielleicht noch, wenn ihr auch diese neuen kriegt. Aber die, naja, nach ins Allgäu werden die ja nicht fahren. Die werden ja dann nur von München nach Nürnberg eingesetzt. Ja. Beziehungsweise die kommen jetzt gerade, sollen die auf dem Netz von Sylt runterkommen, ne? Nach Leipzig. Oder? Wie war das? Weiß gar nicht genau. Aber es wurden auf jeden Fall einige bestellt, weil es war ja so ein Rahmenvertrag, der müsste ja schon über 5 Jahre alt sein inzwischen, wo er damals die Bahn eben abgeschlossen hat mit Bombardier über die neuen Doppelstockwagen. Und jetzt, nach eben über 5 Jahren, werden die dann langsam mal ausgeliefert und in einigen Netzen dann zum Einsatz kommen. Ähnlich wie halt mit den Talent 2, die ja die letzten Jahre überall neu eingesetzt wurden, nahezu in ganz Deutschland bei Ausschreibungen. Also ich finde das Konzept eigentlich jetzt nicht so schlecht. So, die Baum, also die 40 km/h Unterschied, also die normalen Intercity-Flotte darf 200 fahren, die dürfen jetzt halt 160, das macht nicht so viel aus. Nur fahren sie halt eben noch mit Lok, ja, und eben die meisten, die Bahn bestellt hat von diesen Vario Twin Decks, die werden ja dann richtig als Triebzüge ausgeführt, wo dann entsprechend halt der Steuerwagen keiner mehr im klassischen Sinne ist, sondern gleichzeitig auch einen Strom, den man drauf hat und eben dann auch wie eine Lok den Antrieb herbringt für den ganzen Zug. Und kriegt das auch der Fernverkehr? Das eben nicht, nein, aber das ist eben dieses Konzept, wie es zum Beispiel München, Ingolstadt, Nürnberg über das Altmühltal dann laufen soll. Genau, dass man eben die Lok halt praktisch einspart. Ja. Und dafür wurden halt wohl diese neuen Wagen auch hauptsächlich entwickelt, dass die eben auch gleichzeitig ohne Lok eingesetzt werden können, während der Fernverkehr halt eben noch auf die alte Variante setzt. Ich hab nichts gegen Loks einzuwenden. Ja. Genau, so viel dazu zum ICE 4 und zum Intercity 2. Jetzt Philipp, du bist doch gerade bestimmt im Prüfungsstress, oder? Es geht doch in großen Schritten auf dein Ausbildungsende zu. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ja, was soll ich großartig erzählen? Ja, ich kann ja von meiner letzten Prüfung berichten, der IHK-Abschlussprüfung, der schriftlichen, die ich irgendwann im November geschrieben habe, genau. Und ja, da kam am Dienstag war es, am 22. kam die Ergebnisse raus. Ist eigentlich auch ein gleichzeitig schönes Weihnachtsgeschenk. Und das habe ich natürlich mir auch schön gemacht, weil bestanden. Oh, gratuliere. Erste Frage, habt ihr alle bestanden? Ja, von denen, wo ich bisher die Ergebnisse weiß, ja. Also es hat noch keiner auf Facebook gepostet, um Gottes Willen, ich bin durch die IHK gefallen. Nee, und bei WhatsApp hat es auch noch keiner geschrieben. Also von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir alle bestanden haben. Und wie lief's so? Also gefühlsmäßig habe ich es schlechter erwartet. Ach, so schwer oder so komisch oder? Also die Sozialkundeprüfung war richtig schlimm. Also man muss ja erzählen, man hat ja 2 Teile vor sich. Man bekommt ja erst den Sozialkundeteil. So, da gibt's 30 Ankreuzaufgaben und dann gibt's auch noch 4 Freitextaufgaben. Ja, und ich habe diese Seite mit diesen Ankreuzaufgaben aufgemacht, die ersten 4 auf einer Seite, und habe mir so gedacht, scheiße, wenn die weiter so geht, dann sieht das echt schlecht aus. So, und dann habe ich aber die nächsten Seiten aufgeblättert, ach, das war gar nicht so schlimm. Ja, dann kamen noch die Freitextaufgaben. Da hast du ja auch noch nicht mal zusammengedichtet. Ein bisschen was wusste man noch aus der Berufsschule und aus DB-Training, ging das. Und dann hat man den Sozialkundeteil abgegeben, und dann kam der bahnbetriebliche Teil dran. Und der war auch gut. Also erst kommt da auch diese Ankreuzfragen, diese 30, ja. Und dann kommt da aber auch Freitextaufgaben. Das sind dann mehr als 4. Das waren so 15? Keine Ahnung. Irgendwie so in der Drehe waren's. Ja, und dann füllt man das alles so schick aus. Und dann gibt man das ab. Und dann ist man da nach 3 bis 4 Stunden, je nachdem, wie lange man braucht, fertig. Wo habt ihr die geschrieben? In der Messe da draußen, bei Freimann.
im IOC. Da hatten wir, glaube ich, die Zwischenprüfung geschrieben, oder? Und in Freimann hatten wir aber dann die Abschlussprüfung, ja. Lustig. Aber was auch der Messe eben gehörte. Also irgendwie hat die Messe ja mit IHK da wohl so ein Abkommen, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Und ja, unsere Zwischenprüfung hatten wir in Stockdorf geschrieben, also von daher. Ach so, also ganz woanders. Hypes und er berichtete. Richtig, richtig. Das war gerade übrigens ein Test, dass, ob du uns die Folgen... Ja, das ist bestimmt schon lange her. Du Zwischenprüfung, du bist jetzt bei deiner Abschlussprüfung. Ich glaube, das kann man mir verzeihen, oder? Also, ja, hast dich gerade noch so rausgeredet. Eineinhalb Jahren oder so, da genau. So, und jetzt hast du aber auch schon die Ergebnisse bekommen, richtig? Ja, genau. Und hat sich dein positives, negatives Gefühl bestätigt? Ja, gut, Sozialkunde hätte ein bisschen besser sein können. Aber so mit dem Bahnteil war ich doch recht zufrieden. Ja. Magst du genaue Zahlen veröffentlichen oder hältst du das unter Verschluss? Ja, okay, gut, ich nenne jetzt mal genaue Zahlen. Also am Sozialkundeteil waren es 55 Punkte. Das zählt auch gleichzeitig als Prozent, weil die rechnen immer nur 100 Punkte halt, weil es ist für IHK-Leute einfacher zu rechnen. Ja. Und im bahnbetrieblichen Teil waren es 78. Ja, also ist doch ein super Wert. Irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, Sozialkunde hätte ein bisschen besser sein können, aber, naja, was soll's, ich habe bestanden. Also, die Ausbildung ist ja Eisenbahn und nicht Sozialkunde irgendwas. Also von dem ja, also ganz ehrlich, das frage ich mich sowieso, warum also man eine Sozialkundeprüfung macht. Ja, aber wer denn Sozialkunde besser ist als im Bahnbetriebsteil, der, glaube ich, macht irgendwas falsch. Von dem her hast du es richtig gemacht. Ja, ja. Kleiner. Aber das war echt ein schönes Weihnachtsgeschenk, also so ein schönes Vorweihnachtsgeschenk war es, ja. Ja, weil bei uns damals doch auch so die Weihnachtszeit, kann man nur erinnern, das ist immer schön, dass man genau da die Prüfung, die Ergebnisse kriegt. Ja. Also für die meisten schön, vielleicht nicht für alle, aber... Ja, das kommt drauf an, wie man sieht, ne? Genau, und wie halt das Ergebnis aussieht, ja. Kleiner Effekt am Rande, du kannst, wenn du denn die Ausbildung abgeschlossen hast, bei der IHK Prüfungseinsicht beantragen. Habe ich gemacht. Echt, hast du das gemacht? Ja, einen formlosen Brief an die IHK geschrieben, dass ich um Prüfungseinsicht bitte und dann habe ich einen Termin bekommen, wo ich da aufschlagen durfte und durfte da in so ein Büro wackeln, hat man mich hingesetzt, hat mir die Prüfung ausgehändigt und dann durfte ich mir die durchlesen. Ach, wie cool. Ich persönlich anstandslos haben die das gemacht, oder was? Wie bitte? Anstandslos haben die das gemacht, ja, oder was? Ja, die haben das anstandslos gemacht. Also es war ein bisschen Tohuwabohu, weil die sind das da wohl nicht gewohnt, dass die Leute da wirklich vorbeikommen und das machen, weil der richtige Mensch war dann nicht da und die Vertretung musste dann suchen und wusste nicht, wo die Prüfungen sind und ist dann durchs Büro gerannt. Naja, es war nicht sonderlich organisiert, aber sie hat es dann gefunden. Dann hatte sie falschen Lösungsbogen dabei. Oh, dann musste sie und hat sie noch rumtelefoniert, wo ist denn jetzt der richtige Lösungsbogen zu meiner Prüfung? Und ja, was aber man leider nicht bekommt, ist das Prüfungsprotokoll zur praktischen Prüfung. Das hätte ich eigentlich erhofft. Schriftliche Prüfung war mir eigentlich relativ kurz, aber mich hätte halt gern interessiert, was die Leute an meiner praktischen Prüfung einzuwenden hatten, weil da war ich nicht ganz so. Ja, das wollte ich auch eben gerade fragen, wie es da dann läuft. Okay. Weil die Prüfer müssen ja auch ein Prüfungsprotokoll ausfüllen dafür. Die dürfen ja nicht am Ende der Prüfung sagen, oh, das klang jetzt wie eine 73. Logisch. Ja, ich würde jetzt mal schätzen, ja, das war so, ja, so 70 werden es schon gewesen sein. Also. Aber das stimmt, gerade auch bei der Zwischenprüfung würde mich das auch wirklich interessieren, weil ich kann mich nur erinnern, also gerade was es anging mit HV73 anlegen und mit dem Schaltschrank, also zum Beispiel beim HV73 anlegen hatte ich gefühlt viel weniger Ahnung und war viel mehr verunsichert als wie beim Schaltschrank, wo ich eigentlich gefühlt nahezu alles wusste, komischerweise beim Schaltschrank aber recht wenig Punkte hatte und dafür beim HV73 fast alles richtig ging mir genauso. Hatte, aber man ging bekommt mir exakt eben leider keine Auswertung dazu. Ja. Ich habe auch den Schaltschrank habe ich den runtergebetet, weiß Gott, ich kannte den. Mir ging es genauso, ja. Und ich habe da nur 70 oder sowas. Ja, was? Ja. Und da führte ich eben beim HV73 so viel, wo ich mir dachte, irgendwie kam ich mir in der Situation so verunsichert vor, wie die mich angeschaut haben, wo ich mir dachte, habe ich jetzt den Bolzen richtig rein und war das und das vielleicht falsch, aber nö, hat wohl alles so schön gepasst. Mir hatten sie einen Stein da reingelegt in die Weiche und ich hätte eigentlich diesen Stein finden sollen beim Anlegen und habe das überhaupt total verpeilt, aber da habe ich gut Punkte abgesahnt. Bei der Bremsprobe glaube ich auch, aber der Schaltschrank war mit das schlechteste Ergebnis. Hallo, ich kannte den. Bei mir war der HV73 das schlechteste Ergebnis. Wahrscheinlich liegt es auch immer an den Prüfern dann irgendwie. Ich weiß auch nicht, die auch nachhaken und das und irgendwie. Oder dann wollen die ja zum Teil, dass man eben selber draufkommt, indem sie eben nicht nachhaken, sondern einfach nur so schauen, keine Fragen oder sonst irgendwas stellen und hinterher kriegt man weniger Punkte. Man hätte es vielleicht gewusst, ja. Der hätte mich vielleicht nur fragen müssen, wie das mit der halben Beleuchtung oder sonst irgendwas geht. Und ich habe vielleicht gerade in der Sekunde nicht dran gedacht, weil Prüfungssituation und schon hat man dann eventuell weniger Punkte. Das ist halt ein bisschen schwierig bei so mündlichen Prüfungen halt immer. Ja, und das mich daran halt ärgert, du siehst halt das Protokoll dazu nicht. Du weißt nicht, warum sie die Punkte abgezogen haben.
klingt mir mal beim Abitur genauso. Ja, auch die mündliche Prüfung in Deutsch. Ich würde gern mal erfahren, was die da aufgeschrieben haben, warum ich da nur 3 Punkte bekommen habe, obwohl ich das Gedicht vorher heimlicherweise schon kannte und die ganze Analyse auswendig gelernt hatte. Trotzdem nur 3 Punkte bekommen. 3 Punkte ist übrigens, glaube ich, eine 5. Ja. Das Leben ist manchmal unfair. Ja. Kann man nicht anders sagen. Und ich habe es trotzdem zum Lokführer geschafft. Immerhin warst du eben auf dem Gymnasium, das ist ja auch schon mal was. Ja, aber Berliner Gymnasium, das zählt nicht. Das ist quasi, also da hätte ich auch einen Lottoschein ausfüllen können, das wäre genauso viel wert gewesen. Naja, wenigstens bayerisches Realschulniveau wird es ja wohl sein oder ein bisschen drüber. Oh, da lehnst du dich aber schon weit aus dem Fenster. Ich glaube, da würden die einige widersprechen. Ja, okay. Aber ich meine, du kennst ja auch unsere Berufsschule oder kanntest unsere Berufsschule, also weißt du auch, wie das bayerische Bildungssystem hier so zum Teil funktioniert. Ja, gehen wir darauf lieber nicht näher ein. Hattet ihr auch schon. Da habe ich schon mal zugehört bei euren Folgen, da ging es auch schon mal um die Berufsschule. In den 26 anderen Folgen gab es ja schon mal die ein oder andere. Und irgendwann wird es vielleicht auch mal eine Sonderfolge über die Berufsschule geben. Irgendwann. Ich freue mich drauf. So richtig alles auseinandernehmen. Oh, das kann echt witzig werden. Ja, gut. Dann haben wir unser heutiges Special-Thema eben. Das autonome Fahren, sprich das automatische Fahren von Zügen, was ja doch immer wieder mal Thema ist, auch hier in Deutschland. Und gerade letztes Jahr und Anfang diesen Jahres, wo es eben um die Lokführerstreiks ging, natürlich auch quer durch die Presse ging, warum man denn die Züge nicht automatisch fahren lassen kann. Oder auch in manchen Hasskommentaren auf Facebook dann eben von Hauser schon geschrieben wurde, ja, die Technik ist doch heutzutage schon so weit. Zu was brauchen wir denn die Hanseln da vorne noch so ungefähr? Und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt informieren wir euch auch mal ein bisschen und recherchieren eben, um dieses Thema euch näher zu bringen für das automatische Fahren. Ich glaube, ich habe noch nie so viel zu einer Sendung recherchiert wie zu dieser. Gibt einen Haufen Zeitungsartikel dazu. Oh ja. Stimmt, das ist auch ich habe das gemacht, ja. Das stimmt, Markus, irgendwie hast du da recht, ja. Und es ist auch so ein extrem emotional diskutiertes Thema, wo da wirklich Fronten aufeinanderprallen. Ich habe in Vorbereitung der Sendung auch das Thema ab und zu mal auf dem Führerstand angesprochen, wenn die Kollegen da waren oder mit anderen Kollegen, wenn man sich mal getroffen hat. Da bricht sofort eine heiße Diskussion aus, dass das doch überhaupt alles gar nicht funktionieren kann. Das geht überhaupt nicht. Also wie kann man auch nur in die Richtung denken? Kann man irgendwie auch nachvollziehen. Ich meine, es geht um unseren Job, um deinen und meinen und also betrifft uns ja alle direkt persönlich. Und wenn man so die Aussagen hört, dann geht es ja auch um absehbare Zeiträume. Da wird dann plötzlich von 2020 gesprochen. Das ist in 5 Jahren. Ja, ist nicht mehr so weit weg, ne? Also da kommt Philipp gerade mal vom Rangieren wieder. Naja, also komischer Zeithorizont. Also Markus, über deine Zeiteinschätzung muss man noch reden. Vielleicht kommst du gar nicht mehr zum Fahren. Bis dahin haben wir die S-Bahn München automatisiert. Ach so, du meinst, dass ich aus dem Rangieren rauskomme und die sagen, nö, ist nicht. Ja, wir brauchen dich gar nicht mehr. Stimmt. Wir brauchen nur noch Rangierer. Das funktioniert nicht automatisch. Da war vor kurzem Anfang November war das, hat Herr Grube ein Interview dazu gegeben und das wurde auf der Facebook-Seite Lokführer gepostet und da gab es natürlich unendlich viele Kommentare darunter. Wurde also sofort heiß diskutiert und ich möchte ganz gerne ein paar Perlen davon vorlesen. Es sind ein paar dabei, die doch schon Ahnung haben und sich vielleicht doch mal drüber Gedanken gemacht haben, aber auch ein paar, die das überhaupt nicht gemacht haben. Unter anderem habe ich hier zum Beispiel den Kev-In. Immer diese, also ich glaube, der heißt nicht wirklich so. Der schreibt, aha, und wie soll das bitte funktionieren? Okay, man kann Züge autonom fahren lassen. Computer umrüsten und schon fährt die Lok selbst. Ach, Moment, Loks können ja schon selbstständig Gas geben und bremsen. So weit sind wir ja schon. Nun die andere Frage, wenn einer von euch im Gleis steht, in Klammern, was ich bloß nicht hoffe, der bremst den Zug. Oder was ist bei einer Oberleitungsstörung? Die Lok hat keine Augen. Und wer jetzt auf die Idee kommt, man nimmt Sensoren, hat schon mal angefangen zu überlegen, aber nicht weit genug. So müssen alle Störfaktoren entfernt werden, die die Sensoren beeinflussen. Ein Lokführer kann in einem Netz, was jederzeit öffentlich zugänglich ist, nicht ersetzt werden. Eine Maschine mag zwar schlauer sein als ein Mensch, aber nicht verantwortungsvoller. Ach, und noch was. Eine autonome Lok kann auch streiken. Glaub mir, Elektronen streiken oft.
Das ist gut, ja. Ah, toll. Was haben wir noch? Julian Weske, der heißt bestimmt wirklich so. Ein Zug, der eine Person erfasst und nicht mal bremsen würde, könnte man schon als fahrlässige Tötung bezeichnen. So schlecht es einem Lokführer gehen mag, diese haben Wissen und Gehwissen, eine autonome Lok nicht. Da war was für den Zug im Weg, plötzlich, und das war's. Man kann sich auch darüber streiten, dass das grob fahrlässig von der Person war, die ins Gleis gesprungen ist. Aber sofern es kein Suizidversuch war, kann ein Lokführer auch das Horn betätigen und vielleicht dafür sorgen, dass eine Person zumindest noch wegspringen kann. Denke nicht, dass ein E-System so clever wäre. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Dass ein Computer ein Horn betätigen kann, wird es nicht geben. Der kann niemals hupen. Wie soll ein Computer hupen können? Na, warte. Jetzt habe ich eine witzige Idee. Du könntest das ja einprogrammieren, dass dieser Computer in gewissen Zeitabständen das hupt. Immer wieder hupt. Ja, das ist ja halt der Sensor im Gleis es erkennt. Mit einem Sensor im Gleis könnte das ja schon funktionieren. Müsste halt genau aufeinander abgestimmt sein. So ein regelmäßiger Rhythmus. So sagen wir mal, so alle 10 Minuten pfeift der Zug jetzt einmal. Da fällt mir ein Beitrag zum selbstfahrenden Autos, nee, zu Elektroautos auf ein. Also nur Elektroautos, noch nicht selbstfahrend. Das war neulich bei Quer, dass sich jetzt viele darüber beschweren, dass Elektroautos zu leise sind. Was? Das ist eine hört, oder was? Tödliche Gefahr für Blinde. Was? Na gut, so viel Unrecht hätten sie ja gar nicht mal, ne? Auf den Gedanken kommt man erstmal nicht. Dass es tatsächlich eine Menschengruppe gibt, die darauf angewiesen ist, dass Autos laut sind. Da muss man halt das Geräusch irgendwie nachahmen, oder? Ja, dann fahren unsere Autos halt ständig hupend durch die Gegend. Das wäre was, ja. Ach, ja, herrlich. Ja, was haben sie berichtet? Die Stadt Regensburg möchte vollständig elektrisch betriebene Busse einsetzen, die natürlich dann auch viel, viel leiser wären. Und da würden ständig die Blinde vor den Bussen fallen. Da muss der Bus immer hupen, wenn man einen Ton von sich geben soll. Er könnte ja eine Melodie von sich geben, weißt du, irgendwas so landestypisches halt, je nachdem, irgendwie so ein Lied oder sowas. Und dann würde das vielleicht schon netter klingen. Ja. Aber ich sehe schon so weit kommen, dass unsere Autos Lautsprecher verbaut haben, die Motorgeräusch wiedergeben. Ja, genau. Und am besten haben sie noch irgendwie so eine Einrichtung, die hinten noch Rauch rauspustet, damit es auch, vielleicht fällt irgendjemand noch ein, dass er Autos auch riechen können muss. Wisst ihr noch, wie man als kleines Kind immer so diese Motorenlaute nachgemacht hat? Oh ja. Das sieht man oft auch auf Spielplätzen, wenn die rumfahren, ja, mit solchen Kinderspielzeugautos. Was machen die Leute erst in 10, 20 Jahren? Was mal, sitzen die denn und, ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass ich jetzt gerade das Kind nachmache. Ja, das. Ja, jedes Auto hat Lautsprecher. Da muss wahrscheinlich die Polizei bei der Kontrolle immer die Lautsprecher überprüfen, ob die nicht zu laut eingestellt sind. So frisierter Motor praktisch im Sinne von Lautsprecher zu laut irgendwie gemacht. Aber wo wir das gerade vorhin hatten mit der Münchner Straßenbahn. Die Münchner Straßenbahn hat ja auch einen Lautsprecher eingebaut, um das Klingeln nachzumachen. Richtig. Aber nur die neuesten da, diese Avenios. Das finde ich ja sowas von affig. Da haben sie keine Glocke mehr reingebaut, sondern nur noch so was Digitales. Und es klingt auch noch grausam. Aber es hat auch den Vorteil, es kann natürlich dann nicht einfrieren, so wie unser Mikrofon, weißt du, wir bräuchten das eigentlich auch so als Notfalllösung noch. Aber der übersteuert auch total, das ist so wahrscheinlich so ein kleiner Mini-Lautsprecher, den sie volle Kanne aufgedreht haben, das klingt total schrecklich übersteuert. Es entspricht aber die sollen bald Normen, nachgerüstet werden, habe ich mir sagen lassen. Was sollen die? Die sollen bald nachgerüstet werden, habe ich mir sagen lassen. Mit richtigen Klingeln wieder. Mit richtigen Klingeln, ja. Ja. Man glaubt es kaum, aber es soll kommen. Ja, gut. Ich habe noch ein paar. Und zwar Dennis Urban. Wir schaffen es nicht mal, einen scheiß Flughafen zu bauen und unsere Grenzen dicht zu halten. ETCS ist nicht ausgereift. Ehe führerlose Züge kommen, wird eher BER fertig. Ja, das glaube ich auch. Ja, also bis der Flughafen fertig wird, das dauert mal noch so. Ich will mal vorsichtig sein. Lass es noch 5 Jahre dauern, dann ist es immer noch erst 2020. Jo. Von vorher spricht gar keiner. Aber Dennis schreibt auch noch weiter. Klar doch, die schaffen es noch nicht einmal, Ebola voll zum Laufen zu bringen oder komplette GSMR-Abdeckung hinzubekommen. Aber führerlose Züge, klar. Naja, so abwegig ist es ja gar nicht mal, ne? Ja, Ebola mag jetzt nicht die beste Erfindung zu sein, aber das ist am erstaunlichsten finde ich immer, wenn sich unser Ebola Verspätung selbst ausdenkt. Habt ihr das auch öfter mal? Du fährst ganz pünktlich, ganz normal und guckst aufs Ebola und dann steht da plötzlich +2.
Ich hatte der läuft doch auch nur mit der Uhrzeit mit. Da ist ja keine Ordnung und nichts drin. Mhm. Und plötzlich steht da eine Verspätung drin, als wenn der zu langsam gelaufen ist. Ich hatte von letzter Woche mal eine ganz lustige Anekdote. Da sind wir am Ostbahnhof losgefahren Richtung Petershausen. Und auf einmal gucke ich in Obermenzing auf dem Fahrplan und denke mir so, scheiße, du hast ja 2 Minuten Verspätung, wo kommt die denn bitte her? Bin so gefahren, wie ich immer fahre, aber irgendwie waren da +2 auf der Uhr. Ja, aber auch nur ausgedacht, oder? Ja. Ich stand da in Obermenzing am Bahnsteig und dann trägst du so auf das Ebola und du bist aber am Bahnsteig und die Zeit passte auch, aber da steht unten trotzdem +2. Ja. Also, ich frag mich, wer das... Dann fragt Günther Lehmann, wann testet die Bahn das Fahren ohne Fahrgäste? Wird im Güterverkehr praktiziert und ja, ich glaube, der Test ist gut und erfolgreich schon abgeschlossen worden. Wollte ich gerade sagen, das macht man doch täglich eigentlich. Ja. Ja, Walu Taylor sagt, oh je, da steige ich aber in keine Züge mehr ein und halte einen Sicherabstand von mehreren 100 Metern. Oh, darfst du auch nicht irgendwo neben dem Bahngleis wohnen. Mehrere 100 Meter ist schon weit. Oh ja, Flo, das ist dann wieder Auslegungssache. Ja. Dann schreibt Johannes Ludwig, ich höre momentan Vorlesungen zum Thema Automatisierung im Schienenverkehr und neue Generationen von Zugbeeinflussungssystemen. Echter automatischer Betrieb bei der Vollbahn ist sehr unrealistisch. Und übrigens, auch automatischer Betrieb braucht genug Personal. Keine Metro fährt automatisch, um Geld zu sparen. Es kostet sehr viel. Man fährt nur automatisch, weil man damit dichter fahren kann. Mein Professor, der das so sagt, ist in vielen Projekten drin und ich halte seine Aussage für qualifiziert. Mensch, das ist auch schon mal ein Ansatz für unsere spätere Diskussion, was da alles so an Informationen drin steckt. Dagegen kommt jetzt Ivo Void Maxima, der bestimmt auch nicht so heißt. Wenn ich einen Zug ohne TF-Lokführer sehe, steige ich garantiert nicht mehr ein. Daraufhin antwortet Roland Frisch, haben die Leute bei Fahrstühlen ohne Liftboy auch gesagt. Finde ich das, der Vergleich, der gefällt mir. Das ist schon lustig, ja. So Gedankengänge von vielen Leuten, schon interessant oft, ja. Ja, dann haben wir ja eben ein bisschen recherchiert. Also Philipp, eins von deinen Themen war ja, welche führerlosen Bahnen gibt es denn schon? Ach ja, genau. Da gibt's halt immer diesen Unterschied, ne? Meinen wir den halbautomatischen oder den vollautomatischen Zugbetrieb? Denn der halbautomatische Zugbetrieb ist, da fährt der Zug zwar immer noch alleine, aber es gibt immer noch einen Fahrer, der den Halt am Bahnhof überwacht und die Fahrt mittels so einem Startknopf wieder auslöst. Und der vollautomatische Zugbetrieb ist dann halt komplett fahrerlos, dass der Zug das alles so macht. Über die Elektronik halt. Dieses halbautomatische müsste ja dann das sein, was auch hier bei der U-Bahn in München Verwendung findet, oder? Genau. Okay. Das ist, Und wo gibt es sonst schon so Systeme jetzt, so deutschlandweit, müssen wir uns mal anschauen, zum Beispiel jetzt eben die vollautomatischen? Deutschlandweit ist es halt immer noch klassisch die U-Bahn in Nürnberg, die Linie U2 und U3. Und dort ist es halt wirklich, dass du komplett führerlos fährst. Also da ist halt die U-Bahn so gemacht, dass schon gar keine Fahrerkabine mehr da ist, nicht mal als Rückfallebene oder sowas. Ja, und dann hat man das damals mal in Hamburg ausprobiert. Dort ist es aber irgendwie nicht weiter verfolgt worden. Bei der S-Bahn oder bei der Hochbahn? Hochbahn. Also halt U-Bahn, ja. Ja. Und also Hochbahn, U-Bahn, ja, ist das gleiche in Hamburg. Und in Berlin hat man das auch mal probiert. Oh ja, bei der U5, kann ich mich noch gut dran erinnern. Genau, das ist wieder eingestellt worden. Ja, also das ist also nie wirklich so gefahren. Es war nur ein Projekt der Uni mal. Und das wurde wieder einkassiert, das Projekt. Genau, dann in der Schweiz hat man das auch noch seit 2008 schon. In Paris fährt auch eine Metrolinie, die Nummer 14 ist das, automatisch. Auch vollautomatisch, oder? Ja, ohne Fahrer. Da muss man aber beim Metro in Paris, muss man auch noch dazu sagen, die fahren zum Beispiel auf Gummireifen. Auf Gummireifen? Ja, das sind gummierte Räder. So Spur geführt. Cool. Aber das heißt, so allgemein kann man sagen, findet es eher bei so städtischen Verkehrsbetrieben, also geschlossenen Systemen Verwendung, oder? Findet irgendwie so also, bei Also man kann allgemein sagen, Eisenbahn. Das ist alles U-Bahn. Ja. Also nichts, was man jetzt auf S-Bahn oder noch größer Personenzüge beziehen könnte. Naja, aber nicht nur U-Bahn. Also es geht nicht nur darum, es gibt auch oberirdisch fahrende Systeme, weil ein Argument ist ja auch immer, dass da kein Regen und sowas reinkommt. Aber es gibt auch automatisch fahrende Systeme, die oberirdisch fahren. Ja, das schon, aber so wie Flo das halt sagte, ist es wirklich nur städtemäßig eingegrenzt. Ja. Also was ich zum Beispiel selber auch schon gesehen und gefahren bin, ist London. Da gibt es das auch schon sehr, sehr lange. Hast du es auch auf der Liste?
Ja, genau, habe ich. Aber du meinst du diese halbautomatische? Nein, Victoria Line? Vollautomatisch. Ach, die, okay. Das ist ein Teil der, was heißt ein Teil? Das ist ein ganz abgetrennter Teil, hat nichts mit dem ursprünglichen U-Bahn-System von London zu tun. Das ist so ein Gebiet, was um das Bankenviertel neu entstanden ist. Und da fährt wirklich, das ist vollkommen, da gibt's auch genauso wie in Nürnberg keine Fahrerkabine mehr und das fährt vollständig auch allein. Okay. Du kannst auch ganz vorne sitzen und vorne rausgucken. Und das fährt auch draußen, also oberirdisch. Aber da fährt sonst auch nichts auf dieser Strecke, oder? Also, das da ist fährt ein, auch so, naja, genau. Das ist, weil das ist halt auch die Frage mit diesem Mischverkehr, wenn man sich jetzt vorstellt, gerade auf dem Bahnnetz, wo du ja teilweise Gleise hast, wo wirklich Güterzüge, ICEs, also Fernzüge und Nahverkehrszüge fahren und die Züge alle aufeinander abzustimmen, dann wenn einer davon autonom, automatisch fährt, weiß ich halt auch nicht, ob das so einfach möglich ist. Weil auch bei diesen ganzen städtischen Verkehrsbetrieben, die haben halt dann eben auch immer ihr geschlossenes Netz, wo nur ihre eigenen Züge drauf fahren und keine anderen Anbieter. Na Moment. Weiß auch nicht, ja. Nürnberg, U-Bahn, Pferdemischbetrieb. Pferdemischbetrieb. Also fahren auch die normalen, die nicht automatisch fahren, ja, auf dieser Strecke, oder? Okay. Ja, es gibt Streckenabschnitte, da teilen die sich das. Okay. Wird halt überwacht. Also sehr stark. Also es braucht halt natürlich dann trotzdem eben noch die Signale, irgendeine Rückfallebene an der Strecke. Und mit dieser Rückfallebene können halt dann die normal fahrenden Züge fahren, ja, wenn das so alles funktioniert und so eingerichtet ist. Aber Flo, du hast schon einen ganz kritischen Punkt angesprochen. Es gibt halt bisher nur Systeme, die stark abgegrenzt funktionieren. Habt ihr mal eine kleine Auflistung, habe ich auch gefunden, was so die Punkte sind, weswegen das bei diesen Systemen bisher relativ einfach oder einfacher ist als bei der großen Eisenbahn. Also zum einen haben wir, dass der Streckenverlauf größtenteils geschlossen und geschützt ist. Was wir vorhin hatten, also oft tunnelnd. Das heißt, du hast wenig Wettereinflüsse. Dann, zweiter Punkt, das Rollmaterial ist vergleichsweise homogen. Das heißt, du hast halt nicht unterschiedliche Züge, sondern das ist halt ein und dieselbe Baureihe. So, was du auch als positiven Punkt hast, ist, dass die Bahnsteige und Gleislagen in der Bauweise größtenteils identisch sind. Du hast keine unterschiedlichen Bahnsteighöhen zum Beispiel, sondern das sind halt immer die gleichen Bahnsteige. Die sind auch alle gleich lang und die sind womöglich auch noch direkt für die Züge ausgelegt. Also gerade in London wurde das System ja von Anfang an so gebaut und da sind die Bahnsteige natürlich auch auf die Züge ausgelegt. Dann, dass das Betreten der Gleise kann relativ einfach verhindert werden. Da gibt's halt sehr oft das System, dass wenn ich schon im Tunnel fahre, dann ist ja der einzige zugängliche Bereich die Bahnhöfe und in den Bahnhöfen sind dann nochmal extra Zugangstüren zum Gleis, die halt nur aufgehen, wenn der Zug da steht. Stellt euch mal vor, sowas würde man bei der großen Bahn umsetzen. Ja, das haben die aber zum Beispiel in Nürnberg bei der U-Bahn nicht, oder? Diese automatischen Türen am Bahnsteig, Bahnsteigtüren. Nee, das haben sie in Nürnberg nicht. Also es funktioniert scheinbar auch ohne, also mit den Sicherheitsvorkehrungen, dass man sagt, klar, man kann auch also ohne. Wie gesagt, die Punkte sind jetzt nicht, dass es ausschließlich dann möglich ist, aber es sind halt Sachen, die Sachen sehr vereinfachen. Okay, ja. Dann haben wir auch, dass jede einzelne Strecke dem gleichen technischen Standard entspricht. Das haben wir ja bei der Eisenbahn wirklich so überhaupt gar nicht. Ich meine, ich fahre Züge auf einer SZB-Strecke, ich fahre Züge auf einer LZB-Strecke, ja, nicht mehr, aber ja. Ich fahre Züge auf einer Schnellfahrstrecke, ich fahre Züge, also extrem unterschiedliche technische Voraussetzungen. Und das hast du natürlich bei so einem U-Bahn-System nicht. Ja, allgemein kannst du sagen, bei der U-Bahn ist ja auch immer der Netzbetreiber und gleichzeitig der Betreiber der Fahrzeuge, der Linien ja derselbe. Und bei uns mit DB Netz und dann auch noch die privaten EVUs, weiß ich auch nicht. Da nimmst du mir jetzt einen Punkt voraus, ja, den habe ich auch noch auf der Liste. Infrastruktur und Betrieb sind in derselben Hand. Ja. Weil hier ist es schon schwierig. Dann will vielleicht DB Netz dafür eben zum Beispiel so Sachen wie Sensoren, Gleisbettüberwachung, einen Haufen Geld dafür verlangen, wo dann das EVU zahlen muss, wenn es da autonom fahren möchte. So als Netzzugangsvoraussetzung vielleicht sogar, dass die sagen, okay, ihr müsst hier autonom fahren, auf dieser Strecke geht's gar nicht anders. Und das schätze ich mal auch, dass dann alles ziemlich erschweren würde. Das ist ein unheimlich hemmender Faktor bei uns, diese Trennung zwischen EVU und EIU. Also was hat denn der Infrastrukturbetreiber davon, dass er die Strecke fürs automatische Fahren herrichtet? Gar nichts. Er kann halt, der Vorteil entsteht ja beim EVU, was sich die Lokführer einspart, was eine höhere Dichte von Zügen hinkriegt und sich dementsprechend besser bewerben kann und so weiter. Wie man das unter einen Hut kriegt, sehe ich momentan höchstens von der gesetzgebenden Richtung aus. Das heißt, der Gesetzgeber gesagt, okay, der Netzanbieter muss halt die und die Strecke für automatisches Fahren herrichten. Oder es kommt da natürlich auch immer auf das Finanzielle drauf an, wenn DB Netz sich vielleicht ausrechnet, gut, wenn wir so und so viel verlangen für diese eben Gleisbettüberwachung zum Beispiel, innerhalb von ein paar Jahren machen wir dann sogar Gewinn damit, weißt du, wie ich meine? Klar gehört das auch gewartet. So funktioniert es aber leider nicht. Okay. Aber genau so funktioniert es ja aktuell schon nicht. Dann würde ja DB Netz ganz viele Strecken ausbauen.
nach diesem Prinzip. Wobei, also wenn ich das Argument nehme und sage, aber, ich kann ja mehr Geld einnehmen, wenn ich die Streckenklasse erhöhe und die Streckengeschwindigkeit erhöhe. So allgemein gesehen jetzt, ja. Dann könnte die DB Netz ja in super viele Strecken investieren und sagen, so, ab jetzt könnte da 160 fahren und nicht mehr nur 120 und dafür kriegen wir jetzt 100 Euro mehr pro Kilometer. Ja, wobei das ja dann im Regionalverkehr wieder über die jeweiligen Bundesländer geht und gerade die BEG sich ja immer wieder eben beschwert, dass eben die Trassenpreise, Stationsgebühren hier so teuer sind, dass sie manche Linien eben nicht mehr, also keinen dichteren Takt mehr finanzieren kann, obwohl es vielleicht von der Strecke her noch gehen würde, aber es geht nicht. Schon klar, aber dieses Anreizsystem bei DB Netz funktioniert halt nicht, also funktioniert schon jetzt nicht. Warum soll es dann mit dem automatischen Fahren funktionieren? Irgendwie ist das alles sehr gescheitert mit dieser Bahnreform, ich weiß auch nicht. Keiner so richtig zufrieden damit. Nehmen wir mal zum Beispiel die S-Bahn München, wo das Gesamtnetz ursprünglich mal auf 120 km/h ausgelegt war, weil die entsprechenden Fahrzeuge, die damals bestellt wurden, halt nur 120 km/h konnten. Jetzt haben wir Fahrzeuge, die können 140 km/h. Das heißt, auf Strecken, die im Mischbetrieb unterwegs sind, können die S-Bahn noch 140 fahren, aber es gibt immer noch ganz viele Strecken, wo nur 120 möglich ist. Und da gibt's so dieses klassische Beispiel S8 zum Flughafen zwischen Unterführung und Halbertmoos, wo du 5 Minuten lang mit 120 fährst, wo die Fahrzeit deutlich reduzieren könntest, wenn man da 140 fahren könnte. Ismaning, achso, ja, dazwischen. Ich berichte, ja, ich wollte gerade berichten. Ja, aber gut, Ismaning ist dazwischen. Ismaning und 140 würden sich, glaube ich, auch so garantieren von Unterföhring bis Ismaning, ja. So, da könnte DB Netz relativ einfach, weil die Strecke ist ja relativ modern, relativ einfach die Streckengeschwindigkeit erhöhen und dann mehr Geld davon. Wobei ich bei dieser Strecke speziell gehört habe, weil sie wurde ja Anfang der 90er Jahre damals, müsste 92 gewesen sein, wie der Flughafen eröffnet wurde, eben damals hinten verlängert. Und damals war das ja noch gar nicht im Gespräch mit 423, die 140 km/h fahren können. Und angeblich liegt es wohl an der Oberleitung, dass das einfach eine Bauart ist, die nur bis 120 km/h zugelassen ist und dass man deswegen keine 140 angeblich ist es die Oberleitung. Ich habe auch schon gehört, dass es der Schotter ist, der nicht genug verdichtet ist. Genau. Aber ein ganz anderes Beispiel ist eigentlich die Strecke Richtung Petershausen raus. Da habe ich nämlich von dem Lokführer gehört, früher fuhr ja die S-Bahn da auf anderen Gleisen, es wurde ja alles neu gemacht und da durften nämlich die 423 sogar 140 fahren hinter Dachau, wo damals noch die letzten Jahre mit 423 gefahren wurde. Und dann hat man das neue S-Bahn-Gleis gelegt, gab schon die 423, und hat aber auch dieses neue S-Bahn-Gleis nur für 120 km/h zugelassen. Also da sieht man, dass eben kein Interesse daran besteht, schnelleren Verkehr einzurichten. Genau. Also dieses Anreizsystem funktioniert jetzt schon nicht. Warum soll es denn funktionieren, wenn wir dann das automatische Fahren einführen? Ja. Glaube ich halt nicht. Dann haben wir noch den Punkt, dass solche Metronetze in ihrer Struktur auch einfacher aufgebaut sind. Das heißt, solche Verschlingungen, wie wir es bei der großen Eisenbahn haben wir nicht. Das heißt meistens so, halt ein einfaches Netz, gibt einen zentralen Punkt und davon gehen halt die Äste nach außen ab. Beziehungsweise es gibt einfache Linien, die sich selbst noch nicht mehr berühren. Oder höchstens nur an Bahnsteigen berühren, aber selbst nicht in die Quere kommen. Das heißt, selbst innerhalb des Systems sind die Linien unabhängig voneinander, was die Sache natürlich vereinfacht. Und als letzten Punkt habe ich hier noch, dass natürlich ich bei so einem Metronetz viel besser die Möglichkeit habe, Wartungsarbeiten und Bauarbeiten umzusetzen. Also wenn ich jetzt auf die Idee komme und will die Strecke Augsburg-München modernisieren, da lege ich ja den Verkehr extrem lahm. Während ich natürlich bei so einem U-Bahn-Netz einzelne Linien, naja, da fahren halt Busse. Durch Schienenersatzverkehr. Genau. Das sind wir ja bei der S-Bahn auch gewohnt. Jetzt wieder von Januar bis März habe ich den Ausgang gesehen, wieder jede Nacht unter der Woche, dass nur noch eine Linie, die S8 durchfährt und sonst umgeleitet wird. Ja. Und wenn du jetzt... Das wird ja witzig. Und das sind halt so Sachen, die erleichtern, sollen aus solchen automatischen Fahrbetrieb in solchen Metronetzen. Deswegen gibt's das schon relativ häufig. Und es wird halt auch immer mehr in immer mehr Netzen kommen. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, ist jetzt auch der Rest der Londoner U-Bahn drauf und dran, in automatisches Fahren umgewandelt zu werden. Und wie gesagt, hier in München haben wir es quasi schon seit Ewigkeiten. Da drücken die Lokführer, die U-Bahn-Fahrer nur noch einen Knopf, Türen zu und den zweiten Knopf, jetzt losfahren. Und dann fährt der Zug ganz von alleine bis zur nächsten Station und hält da wieder an. Bis auf einmal in der Woche, wo sie es selber machen müssen, oder wie war das? Ab, ich glaube, 22 Uhr, das merkst du nämlich auch, weil ich fahre ja privat auch oft U-Bahn hier, wo ich wohne, und da merkst du wirklich manchmal, wenn du hier, also im Fahrgastraum hinten drin sitzt und merkst, okay, der bremst irgendwie arg spät oder beschleunigt anders, und ja, müsste ab 22 Uhr sein, jede Nacht. Ja, einfach nur, damit die Lokführer es nicht verlernen, die U-Bahn-Fahrer nicht verlernen. So, jetzt haben wir aber schon ganz viele Punkte angesprochen, die einem automatischen Fahren entgegensprechen würden. Also wir haben ein total kompliziertes Netz, was man nicht einfach außer Betrieb nehmen kann. Die Leute können einfach drauflaufen. Wenn man das so hört, dann könnte man sagen, nee, automatisches Fahren geht nicht. Niemals. Ich möchte aber behaupten, es ist so weit entfernt, ist das gar nicht. Wenn die Leute das da abtun mit, was ist denn das für ein witziger Zeitungsartikel, den kann man ja gar nicht ernst nehmen.
Ich glaube nicht, dass es so weit weg ist. Es ist vielleicht ein wenig ambitioniert, was Herr Gruber in dem Zeitungsinterview ausgedrückt hat, dass man das noch vor dem autonomen Fahren von Auto schaffen möchte. Bei Auto spricht man von 2020, also Schwelle, wo dieses hochautomatisierte Fahren kommen wird. Und das davor zu schaffen, finde ich sehr, sehr ambitioniert. Das ist vielleicht, ich glaube, auch nicht der richtige Weg, das jetzt so schnell wie möglich durchzudrücken. Nö, man sollte, also sowas sollte man erst recht überdenken, so eine Entscheidung. Ja. Aber überlegen wir uns doch mal so Schritt für Schritt, wie man sowas machen würde. Ich meine, wenn man sich so mit den Kollegen unterhält, die glauben ja immer, man müsste nur die Lok umrüsten, ist quasi so, man setzt einen Roboter drauf und dann fährt der Zug, den sie gerade gefahren sind, dann der Computer. Aber das ist natürlich totaler Humbug. Es geht ja nicht darum, dass man die Züge, wie sie jetzt unterwegs sind, auf den Strecken, wie sie jetzt existieren, durch den automatischen Verkehr ersetzt. Sondern wenn man sowas macht, dann fange ich natürlich von ganz vorne an und sage, ich brauche neue Fahrzeuge, ich muss die Strecken entsprechend ertüchtigen, ich muss das Regelwerk überarbeiten. Die Kommunikation auch zwischen den Fahrzeugen und der Leitstelle, wenn beispielsweise jemand die Notbremse zieht oder die Sprechstelle betätigt, wo ja bisher dann eben der Lokführer rangeht, muss ja dafür jemand in der Leitstelle irgendwo rangehen und braucht ihm die Kommunikation. Also auch an den Bahnsteigen und so weiter wird ja immer wieder Punkt, ja, der Lokführer ist ja der Letzte, der noch ansprechbar ist. Ja, natürlich, wenn ich ein führerloses System aufsetze, dann muss ich mir natürlich um all diese Punkte Gedanken machen und entsprechend Ersatz schaffen oder mir sagen, es ist mir nicht wichtig. Das ist natürlich noch der andere Punkt. Ich kann natürlich sagen, okay, ich nehme es in Kauf, dass da kein Ansprechpartner mehr ist. Ja, aber da werden sich die Leute bestimmt, also die würden irgendwann draufkommen, schätze ich mal. Da würde die Presse schon mal hinterfragen, gerade bei so automatischen Systemen, wie funktioniert jetzt das, wenn der Zug irgendwo draußen strandet, meinetwegen im Winter minus 10 Grad und es geht nicht mehr weiter, vielleicht geht sogar noch das Licht aus, kein Strom mehr, keine Ahnung was und dann, was passiert? Ja? Insofern muss sich ein Unternehmen auf jeden Fall vorher Gedanken drum machen, im Notfall, wie gehandelt wird. Wie ist dieser Zug noch erreichbar? Wie können wir die Fahrgäste noch informieren möglicherweise? Ja. Wie schicken wir schnell einen hin, der gleich die Lage erkennt? Ja, natürlich. All das muss vorher geklärt werden und das wird auf jeden Fall vorher geklärt. Und dann stellen sich die Lokführer mal hin und sagen, sie sind ja die letzte Barriere, sie sind der Ansprechpartner, der das alles managt. Und ich sage, im Endeffekt, was machst du denn? Wenn du eine Störung hast und nicht mehr weiterkommst, dann setzt du dich hier vorne auf deinen Führerstand, machst es dir kuschelig warm, bescheidst 2-3 Mal die Fahrgäste und wartest darauf, dass das Hilfsfahrzeug kommt. Ja, meine Güte, das kann ein Computer auch. Ja, du hast halt noch den Vorteil dann eben, du bist halt für die Fahrgäste da. Das habe ich schon von einigen Leuten oft gehört. Wenn die halt mal auf der Strecke irgendwo stranden, dann dauert es halt nun mal, bis Feuerwehr oder so da ist. Dann können die erstmal den Zug nicht ran, weil der geerdet werden muss. Und dann kannst du halt vielleicht mal durchgehen, hast vielleicht Wasser dabei oder einfach, dass die Leute sehen, da ist einer von der Bahn, der kümmert sich drum und kannst auch ein bisschen den Fragen beantworten. Und die sind halt nicht so auf sich alleine gestellt. Du machen. Das würdest du vielleicht machen. Klar, du bist das Lokführer. Schau mal nicht dazu an, wie es draußen wirklich verpflichtet. Ist. Verpflichtet bist du nicht. Das ist mir klar. Ich habe es auch von vielen Kollegen eben gehört und die auch gesagt haben, sie haben da nettes Resümee gekriegt und manche auch eben Lob dann, dass eben dann im Nachhinein an die Bahn gegeben wurde, dass eben der Lokführer in dieser Störsituation so nett war und so hilfsbereit war auch gegenüber den Fahrgästen. Ja, aber schau dir die Realität an und gerade die Lokführer, die dann am größten schreien, was es doch für eine Einschränkung wäre, wenn kein Lokführer mehr da ist, sind die, die sich am rarsten machen, wenn sie eigentlich gebraucht gibt's werden auch. Ich kenne auch das Phänomen, auch wenn du eben mal vielleicht eine Viertelstunde oder so stehst du auf freier Strecke und denkst dir auch, ja, was ist jetzt eigentlich? Und es kommt einfach keine Ansage. Und du denkst dir so, wäre ich jetzt gerade vorne der Lokführer, ich hätte schon längst was. Und wenn du nur sagst, tut mir leid, verehrte Fahrgäste, ich weiß auch gerade nichts, vor uns steht noch eine andere S-Bahn, aber einfach so gar nichts zu sagen und dann vielleicht auch noch im Tunnel zu stehen, ich weiß auch nicht, bei solchen Lokführern ist der Servicegedanke irgendwie sehr weit hinten. Ja, das mit dem Tunnel ist aber noch so ein zusätzlicher Sprung, den man dann machen muss, dass man das vielleicht unterscheiden sollte, dass man vielleicht nicht auf der freien Strecke steht, wo es außen hell, wo was außen rum ist, sondern man da im Tunnel steht, was sehr eng wirken kann für einige Fahrgäste und halt schon so ein gewisses Angstgefühl auslösen könnte. Ja, eben, wenn da halt keiner vor Ort ist, das kommt natürlich ganz auf den Menschen drauf an, der wirklich da in dem Fall Lokführer wäre, aber so weiß man halt hundertprozentig, es kann kein Mensch da sein, dieser Zug fährt nur automatisch, außer man setzt vielleicht einen Zugbegleiter ein dann auf jedem Zug, keine Ahnung, aber Lokführer ist auf jeden Fall keiner mehr im klassischen Sinne dabei bei einem autonomen Zug. Ja. Da muss man aber nochmal unterscheiden, der Philipp hat das vorhin schon angesprochen, bei so einem autonomen Fahren unterscheidet man ja von mehreren Betriebsstufen. Da haben wir am Anfang so einen automatisierten Fahrbetrieb, das ist eher eine Unterstützung des Lokführers, der sich zum Beispiel ein besonders wirtschaftliches Heranfahren an einen Halt kümmert. Dann haben wir einen halbautomatisierten Bahnbetrieb, wo der Lokführer schon noch da ist, aber das System alleine fährt. Dann haben wir einen fahrerlosen Zugbetrieb, wo der
wo immer noch Personal an Bord ist, die in Notfallsituationen das Fahrzeug bewegen könnten. Und dann haben wir quasi die höchste Stufe des unbemannten Zugbetriebs, wo wirklich kein Personal, zumindest kein Fahrpersonal mehr an Bord ist. So müsste es ja bei der S-Bahn Nürnberg laufen, dass da gar keiner mehr im Zug direkt ist. Genau, genau. Aber jetzt lasst uns mal die Diskussion, die Metrobahn ein bisschen außen vor und lasst uns mal wirklich auf diese Volleisenbahn sehen. Und dann wirst du so einen vollautomatisierten, unbemannten Zugbetrieb in einer großen Eisenbahn, also vielleicht mal nicht S-Bahn, sondern wirklich Regionalbahn und Fernzüge, da haben wir das vorhin auch schon in dem Facebook-Post, halte ich für relativ unrealistisch. Ja, wobei. Zumindest in absehbarer Zeit. Aber dann so als Zwischenstufe. Aber, ja. Also zumindest ist dieser teilautomatische, dieser teilautomatische als Endstufe, würde ich sagen, wird die Bahn sich bestimmt nicht überlegen, weil die Kosten einfach nicht im Verhältnis zu dem Nutzen wären, dass man sagt, da muss jetzt trotzdem Lokführer sein, der halt eben zwei Knöpfe drückt wie bei der U-Bahn und dafür bauen wir jetzt alle Züge um und bauen die Strecken um. Vielleicht, dass man eben das so einführt, mal schaut, ob es gut funktioniert, aber dann im Endstadium schon hin will Richtung führerlos, würde ich mal sagen. Jein, wenn ich es geschafft habe, diesen halbautomatisierten Betrieb umzusetzen, dann ist der nächste Schritt ein ganz, 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 ganz kleiner. Und was man beachten muss, das haben wir wohl auch schon im Facebook-Post gelesen, die Lokführerkosten sind kein ausschlaggebender Faktor. Und um das mal zu untermalen, nehmen wir mal einen Taschenrechner und machen mal die Rechnung nur für die S-Bahn München. Die S-Bahn München hat aktuell circa 500 Lokführer. Die 500 Lokführer kosten pro Monat, ein Lokführer würde ich mal so beanschlagen, mit 4.000 Euro. Da haben wir schon gut Spielraum mit allen Zulagen. Das heißt, pro Monat bezahlt die S-Bahn 2 Millionen Euro für Lokführer. Das macht sie dann 12 Monate lang, dann hat sie 24 Millionen pro Jahr. Ein Netz umzubauen, also ein Netz und Fahrzeuge umzubauen, dass sie fahrerlos fahren, würde ich schätzen... Ich würde schätzen, dass es mehr kostet. Mal so grob, ich tippe mal auf 2 Milliarden. Ich meine, allein Stuttgart 21 sind wir jetzt bei 8 Milliarden. Und hier möchte ich nur das gesamte Netz der S-Bahn München auf einen aktuellen technischen Stand bringen, mit einem ETCS-ähnlichen System oder wie auch immer es aussehen möchte. Ich tippe mal einfach mal ins Blaue von 2 Milliarden. Vor allen Dingen Stuttgart 21, da sind wir auch noch nicht fertig. Ne? Also. Ja. Wobei man natürlich sagen jetzt muss, rechne ich die 2 Milliarden durch die 24 Millionen, die mich die Lokführer pro Jahr kosten, dann bin ich bei 83 Jahre. Das heißt, ich könnte 83 Jahre lang Lokführer bezahlen, ehe ich diese Initial-Umrüstungskosten für die S-Bahn wieder rein drin hätte. Nein, wobei ich jetzt sagen muss, die S-Bahn München gerade hier ist jetzt der Spezialfall, dass wir ja eben nur unsere 423 oder sogar noch die alten 420 haben. Und deswegen, wenn man jetzt sagen würde, man fängt in 10 Jahren an, autonom zu fahren, wir ja sowieso eine neue Fahrzeugflotte brauchen. Und wenn man dann sagt, man bestellt sowieso neue Fahrzeuge und baut gleich mal dieses autonome System ein, wären diese Umrüstungskosten, schätze ich mal, viel günstiger. Dann geht es halt natürlich nur noch um die Strecke und um ja die Kommunikation irgendwie zu den Leitstellen und so weiter. Aber man müsste diese Fahrzeuge halt nicht mehr umbauen, dass man unsere 423 dafür nicht umbauen wird, das ist natürlich klar. Und andere Netze, die schon mit 430 oder mit anderen neuen Baureihen fahren, die natürlich überhaupt nicht dafür ausgelegt sind, werden es wohl eher auch nicht machen oder hätten dann hohe Kosten. Aber bei der Entwicklung einer ganz neuen Fahrzeugbaureihe könnte man durchaus jetzt schon dran denken, wenn man es möglich machen will. Ja, das würde die Kosten auf jeden Fall senken. Aber man muss natürlich auch beachten, dass eine Entwicklung eines neuen S-Bahn-Zuges, der dann auch noch automatisiert fahren können soll, auch nochmal deutlich teurer wird. Ja, und gerade wenn es halt wirklich nur S-Bahn München wäre, wenn man sagt, die anderen Netze haben jetzt schon, was weiß ich, 430, die 1440 oder wie auch immer man die ausspricht und so weiter, ja, die wo alle nicht dafür ausgelegt sind, ja, dann stimmt es natürlich, ja. Und es ist halt ganz wichtig, du hast immer ein Zusammenspiel von Infrastruktur und den Fahrzeugen. Wir können kein System aufbauen, wie es im Straßenverkehr der Fall ist. Im Straßenverkehr haben wir das anders. Die automatisch fahrenden Fahrzeuge, die wir jetzt in den Probebetrieben haben, die scheren sich ja nicht um die Infrastruktur, sondern die nehmen die Infrastruktur so hin, wie sie ist. Sie erkennen die Verkehrsschilder, sie erkennen die Ampeln, können sich darauf orientieren. Dieses System bei der Eisenbahn umzusetzen, halte ich für relativ unrealistisch, weil es halt viel, viel einfacher wäre, das Netz anzupassen, weil das Netz weiß schon, wo der Zug ist, wie die Signale aussehen, wie die Weichen gestellt sind. Das durch den Zug erkennen zu lassen, wäre ja irrsinnig. Also wozu? Also ich möchte nicht behaupten, dass es nicht geht, aber es ist halt unsinnig, weil die Information habe ich ja schon. Google mit seinem automatischen Auto würde sich auch freuen, wenn die Infrastruktur die Ampelzustände einfach senden würde.
Aber das dann würden die, müssen die sich darüber auch keine Gedanken machen. Das aber ist ja wohl das ist bei, nicht der Fall. Bei der SBB, bei den Schweizern, habe ich kürzlich gelesen, die haben ja alle so einen Tablet-PC halt als Unterstützung. Und da ist es wohl so, dass zum Beispiel ein rotes Signal dann direkt angezeigt wird, dass der Lokführer dann gleich auf dem Führerstand sieht, ist es rot. Und sobald das Signal praktisch auf Fahrtstellung geht, ist dann das rote Signal verschwunden auf dem Tablet. Also irgendwie funktioniert das da schon. Und da müsste man halt in Deutschland bei der DB halt mal wirklich an eine Umstrukturierung denken. Und es heißt immer Konzernumlauf, bla bla bla, aber im Endeffekt diese Trennung zwischen Netz und Betrieb, die wird eher schlimmer, als dass sie besser werden würde nach jedem Umwandel, Konzernumwandel. Und da wäre wirklich dann auch mal der Bund irgendwie gefragt, dass er sich auch mal einmischt. Und ja, es gibt ja immer wieder diese Beschwerden, Bahn ist zu spät und so weiter. Und auch die Politiker sagen oft genug, tun oft genug kund, wie unzufrieden sie doch mit der Bahn sind und wie schlecht alles läuft. Ja, da muss man halt sagen, da müssen die halt auch mal was dafür tun, dass sie was verbessern an der Bahn. In anderen Ländern scheint es eher zu klappen als hier in Deutschland. Und da ist halt nicht die DB alleine schuld. Tite, das führt zu einer falschen Diskussion, weil die Bahn ist bisher halt schön billig. Wenn man da was ändern wollen würde, dann müsste man auch Geld investieren. Ja. Und solange der Bund am Ende noch 500 Millionen aus der, oder 800 Millionen sind sogar dieses Jahr, aus der Bahn rausziehen möchte. Ja, deswegen läuft da alles falsch. Ja. Und da hätte man jetzt gedacht, ja, dieser Fernbusmarkt, wo es ja eben immer heißt, zieht so ab und Konkurrenz für die Bahn und so weiter. Und ja, weiß ich auch nicht. Bisher hat sich da im Bahnsektor nicht so viel entwickelt. Da muss man halt mal abwarten. Was uns dazu führt, wie innovationshemmend unser System Eisenbahn aktuell ist. Ein Fakt haben wir schon genannt, das ist die Trennung zwischen Infrastrukturunternehmer und Eisenbahnverkehrsunternehmen. Dass das Eisenbahnverkehrsunternehmen sehr wohl daran interessiert wäre, automatisch fahrende Züge zu haben, weil sie halt eine wesentlich dichtere Zugfolge ermöglichen könnten und somit auf einem schon bestehenden Netz. S-Bahn München ist das beste Beispiel dafür. Unsere Stammstrecke ist sowas von zu, weil wir halt einen Mindestabstand zwischen den Zügen haben. Weil wir halt eben eine bestimmte Blockdichte haben. Wenn wir jetzt ein automatisches Fahren da hätten mit variablen Blöcken, die der Zug quasi mitnimmt und Züge, die wirklich optimiert aufeinander hinterherfahren, wir könnten ja Zugfolgen von 30 Sekunden herstellen und nicht, wie wir es aktuell haben, 2 Minuten. Das müsste dieses ETCS Level 3, glaube ich, sein. Ne? Aber ich weiß gar nicht, muss das dazu automatisch sein? Ist halt natürlich die Frage, inwiefern sowas dann genehmigt wird. Klar, vor allen Dingen, wenn man dann den Bremsausfall hat und fährt halt im wandernden Blockabstand im Zug direkt voraus. Ich weiß es auch nicht. Aber das müsste das System sein, was eben auch die S-Bahn Nürnberg anwendet. Du musst weg von denen, was es bisher gibt. Ich stelle das auch mal wieder in Diskussionen fest. Ja, ETCS kann das ja schon. Ja, aber es gibt ja eben verschiedene Level. Und dieses Level 3 müsste das ja sein, weil es ja bisher eben noch nirgendwo gibt oder Verwendung findet, aber schon in Planung ist. Ja, aber kommt von ETCS weg. ETCS ist was, ein Signalsicherungssystem. Wenn ich ein automatisches Fahren realisieren will, dann kann ich mir das System selber bauen. Ja, ich muss da nichts nehmen, was schon da ist. Und so weiter brauchst du da natürlich alle nicht, weil wenn kein Lokführer da ist, musst du das auch nicht alles sehen, was da auf dem Display und so weiter alles angezeigt wird. Da fange ich nicht an mit irgendeinem ETCS-System, dann mache ich mir das selbst. Aber ETCS wurde doch erst entwickelt und dann schon wieder die Kosten, ja, das ist klar, ist dann alles teuer. Ja, aber ich muss das System sowieso von null an entwickeln. Ich kann darauf aufsetzen, ich kann mir sagen, okay, wie macht ETCS das? Die machen Signalübertragung bei GSMR und Balisen und keine Signale mehr und wandernde Blöcke. Okay, wie könnte ich das bei mir umsetzen? Aber es heißt jetzt nicht, dass wenn ich automatisches Fahren einrichte, dass ich dann ETCS haben muss. Ich kann mir das als Vorbild nehmen, als Beispiel, ja. Aber wenn, dann mache ich da was Eigenes, was dann wirklich darauf ausgelegt ist, dass ich all das erfülle, was ich brauche. Und wenn ich das vom Anfang an nicht mit variablen Blöcken haben möchte, sondern mit festen Blöcken, weil das halt für mich einfacher ist und die initiale Investition reduziert, dann mache ich das. Behalte ich halt eben die Blöcke bei, wie sie aktuell sind und lasse die da für Züge darauf automatisch fahren. Ich finde da nur immer die Diskussion in, ja, ETCS und LZB, das haben wir doch schon alles. Das ist kein automatisches Fahren. Wenn ich sowas mache, dann fange ich damit von vorne an. Und legt das System so aus, wie ich es halt brauche. Ja, ich weiß gar nicht, europaweit oder weil es ETCS ist ja eh so ein europäischer, einheitlicher Standard. Gibt es in ganz Europa auch kein System, wo mit ETCS automatisch gefahren werden würde, oder? In keinem Land. Also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es gibt ETCS Level 3 bisher nicht. Das gar nicht, existiert ne? nur und auf dem Papier. Level 2 geht dann auch gar nicht automatisch, oder? Und Level, naja, ETCS ist nichts zum automatisch Fahren. Ja. Nochmal, ja, ich meine nur da könnte ich auch behaupten, ich fahre mit der LZB jetzt schon automatisch, weil die AfB das ja steuert. Aber zum automatischen Fahren, da gehört so viel mehr dazu. Da geht es mehr darum, dass mir die Infrastruktur sagt, wie sind jetzt die Signale. Ich kann das als Voraussetzung nehmen, aber da geht's um Halte. Was ist, wenn ich über den Halt drüber bin? Da geht's um, wie ist die Schienenverhältnisse? Das muss ich alles mit einberechnen. Und das machen Sicherungssysteme bisher nicht. Gibt's sowas nicht. Also selbst ETCS Level 3 kümmert sich nicht darum, wie rutschig gerade die Schiene ist, wenn ich das so richtig weiß. Also ich weiß nicht, ob ein automatisiertes Fahren dann einfach sagt, okay, wir haben jetzt ETCS Level 3, jetzt können wir auch automatisch fahren.
Das ist nicht ein und das Gleiche. Ein und dasselbe, das ist nicht das Gleiche. Aber klar ist halt eben, ich brauche immer auf der Seite der Infrastruktur gewisse Voraussetzungen und der Fahrzeuge. Und dann kann ich mir halt selbst überlegen, wo setze ich jetzt mehr Logik rein, in die Infrastruktur oder in die Fahrzeuge? Steuert die Strecke, die die Position aller Fahrzeuge kennt, die Züge oder steuern die Züge sich selbst anhand der Informationen, die sie von der Strecke bekommen, kann ich alles entwickeln. Und es ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie besonders Hightech-mäßig ist. Das ist alles, was wir aktuell schon können. Wollen wir mal so typische Argumente raussuchen, die gegen ein automatisiertes Fahren sprechen? Ja, klar. Und mal schauen, ob wir sie beseitigen können? Ja. Ja. Vorhin hatten wir zum Beispiel das Beispiel, die Lok kann nicht pfeifen. Ja, also da bin ich anderer Meinung, wie ich ja vorhin schon gemeint habe, auch in Form von wirklich Gleissensoren. Das ist halt die Frage, wie das dann alles gemacht wird, aber wenn praktisch jetzt irgendwie das Gleis irgendwas erkennt, okay, es befindet sich etwas im Gleis, müsste das ja auf den Zug übertragen werden, dass der dann pfeift. Also es klingt natürlich kompliziert, aber warum soll es nicht gehen? Also auch bei jedem Vogel, der da rumfliegt, oder? Ja, so U-Bahn Nürnberg oder so hat er das zum Beispiel auch. Oder es wird ja auch in München sogar getestet, Studentenstadt der U-Bahn, auf so eine Gleisbettüberwachung haben die ja da auch mit so Sensoren und Infrarot drin. Und anscheinend funktioniert das schon ganz gut, dass jetzt da nicht jeden Tag der Betrieb lahmgelegt wird, weil da irgendein Vogel drin ist. Das muss halt dann von der Größe her irgendwie das erkennen können und ja. Ich kann mich noch erinnern, als sie damals das in Berlin getestet haben, wie wir schon erwähnt haben, bei der U-Bahn-Linie O5. Gab es auch jede Menge Berichte darüber. Und zum Beispiel würde die Bahn ja dann abbremsen, wenn ich einen Karton ins Gleis schmeiße. Also die Idee war halt, ich überwache das Gleis mit Lichtschranken. Wenn die Lichtschranken unterbrochen werden, ist was im Gleis, ich muss davor anhalten. Gegenargument, wenn ich dann Karton reinschmeiße, hält der Zug an. Na, das macht einen Spaß. Wenn es halt auf die Idee kommt, dann nehmen wir halt keine Lichtschranken, dann nehmen wir halt Mikrowellen. Mikrowellen reagieren nur auf wasserhaltige Dinge. Durch alles andere gehen sie durch, nur durch Wasser werden sie relativ gut aufgehalten. Und so ein Körper kann ich so ganz einfach von einem Karton unterscheiden. Beim Karton geht die Mikrowelle durch. Wenn ich da als Mensch drin stehe mit relativ großem Wasseranteil, dann würde ich aufgehalten werden. Könntest du das natürlich sagen, dann stelle ich halt einen Wassereimer rein. Ja, aber diese Überlegung gibt schon. Die Frage ist nur, wie weit treibe ich das und wie weit muss ich es eigentlich treiben? Also muss denn der automatisch fahrende Zug die gesamte Strecke überwachen, und vorher vor jeglichen Gegenständen zum Stehen kommen, das macht sie doch jetzt auch nicht. Gerade wenn du da irgendwie mit 300 km/h fährst. Was für einen Anspruch habe ich denn an einen automatisch fahrenden Zug, dass ich dem sage, der muss vor jedem Selbstmörder auch bei 300 km/h zum Stehen kommen. Aber gut, das Problem ist halt, irgendwann merkt der Lokführer halt schon. Und wenn es vielleicht nur, sagen wir mal, weil es in der Kurve im Gleisbogen ist, 500 Meter vorher ist, dann fängt er da zu bremsen an. Und der automatische Zug, wenn da gar keine Sensor unten wäre, dann würde er es ja nie erkennen. Außer es wäre halt vorne am Zug irgendwas dran, was die nächsten vielleicht 200, 300 Meter oder so irgendwie nach vorne einen Sensor dann hätte. Aber klingt aber gleich viel machbarer, oder? Also, dass ein Zug den Raum vor einen abscannen kann und da genauso wie beim Auto Personen erkennt, halte ich für machbarer. Also, ich finde es halt übertrieben, an den automatischen Fahrbetrieb Anforderungen zu stellen, die ich aktuell mit der Eisenbahn nicht annähernd erfülle. Und klar muss ich irgendein System haben, in dem ich warnen kann, also die Pfeife betätigen, wenn jemand vor mir auf dem Gleis steht, in einem absehbaren Abstand, um halt eben noch Personen warnen zu können. Aber auch, ja. Klingt umsetzbar. Dafür muss ich nicht hunderte von Kilometern von Gleis überwachen, sondern halt nur vielleicht den Kilometer vor mir. So, wenn vielleicht irgendjemand dasteht, weißt du, schon am Gleisrand oder so und vielleicht irgendwie wie wild irgendwie rumfuchtelt und halt irgendwie einen Zug Lokführer warnen will, vielleicht weil er genau weiß, keine Ahnung, Kilometer dahinter ist vielleicht jetzt gerade sein Auto verreckt auf dem Bahnübergang oder irgendwas und ist jetzt ein automatischer Zug, dann bringt es halt gar nichts. Und der Lokführer würde sich denken, oh, dem ist die Angst ins Gesicht geschrieben, man sieht genau, der schaut mich an und keine Ahnung, hat irgendwie Angst, dann mache ich mal schnell eine Schnellbremsung und so weiter und halt dann vielleicht eben noch vor dem Auto an. Und im automatischen Zug, ja, da müsste er erstmal irgendwie die Polizei anrufen und über den Umweg ist der Zug natürlich dann schon längst irgendwo zu weit hingefahren, ne? Also, dass man eben einen Lokführer irgendwie warnen kann oder irgendwie einen hat, einen Ansprechpartner da direkt in Notsituationen so auch. Ganz ehrlich würde ich sagen, auf Strecken, wo automatische Züge fahren, gibt's keine Bahnübergänge mehr. Dann wäre das auch schon mal weg, ja. Weil, wie gesagt, wenn ich automatischen Fahrbetrieb einrichte, dann muss ich Strecke und Fahrzeuge herrichten und zum Strecke herrichten würde bei mir gehören, gibt keine Bahnübergänge mehr. Doch sowieso neu, dass man jetzt auf den meisten Strecken, die man neu baut, versucht, keine Bahnübergänge mehr zu machen. Ja, das hatten wir eben letztes Mal schon, wo ich doch dann Alte Münster als Beispiel gebracht habe, mit bestimmt über 20 wegen Umbau. Das ist halt renoviert, da haben sie Bestandsschutz, baust du eine neue Strecke, wie zum Beispiel jetzt die Schnellfahrstrecke da Berlin-München, die jetzt zum Fahrplanwechsel in Betrieb gegangen ist, in dem ersten Teilabschnitt zwischen Berlin und Erfurt.
Die ist neu gebaut, da gibt's nicht einen Bahnübergang. Ja, ich denk's mir gerade. Schnellfahrstrecke wäre jetzt mal Schnellfahrstrecke ein bisschen komisch. Relativ. Wäre es sowieso nicht erlaubt gewesen, die war ja sowieso nur bis 160 zulässig, Bahnübergänge. Dann BÜ 0 kommt 1000 Meter davor, dann fährst du 300 km/h, viel Spaß. Ja. Finde ich, haben wir gelöst das Problem. Also, warum soll die Maschine was können, was der Mensch nicht kann? Und das, was der Mensch kann, würde ich der Maschine zutrauen. Immer so diese Sicherheitsstandards immer erhöht werden sollen, immer gibt's neue Vorschriften und bla bla bla. Und dann ist halt irgendwie der Gedanke so, wenn wir schon ein neues System einführen, dann versuchen wir es auch so sicher wie möglich zu machen. Ja, die Maschine kann schneller reagieren als der Lokführer. Und vielleicht guckt ja auch 2 Kilometer in die nach vorne. Vielleicht kann er das auch in der Nacht. Ja, aber irgendwie dann auch im Gleisbogen rum und nicht immer geradeaus oder so, ja, keine Ahnung. Müssten die halt irgendwie sich da intelligente Technologien ausdenken, aber warum nicht? Der Lokführer kann auch nicht in den Gleisbogen gucken. Ja doch, manchmal schon. Stell dir mal vor, zum Beispiel Grafing-Ebersberg ist ein gutes Beispiel. Da hast du eine schöne Landschaft, ist kein Hügel oder so, sondern es ist eine Wiese halt und du kannst perfekt rumschauen. Hättest du jetzt aber eine Technik, die starr nach vorne den Zug abscannt, dann würde der vielleicht gerade mal 50 Meter nach vorne erwischen und dann ist gleich die Kurve eben da rechts. Ja. Boah, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Computer um die Ecke gucken kann. Eben, ja. Also, denke ich mir auch, warum eigentlich nicht, aber ja. Also der weiß, der kennt den Streckenverlauf, der weiß, dass es da vorne um die Kurve geht, der hat genau erfasst in diesem Abstand, das trifft genau die Stelle, wo die Strecke ist, da scheint einer auf der Schiene zu stehen. Schwupps, halte ich an. Mhm. Und ganz ehrlich, aber das finde ich jetzt auch schon, so ein Zaun ist echt billig. Ich würde jetzt auch viel mehr Zäune nehmen, die Strecke stellen, meine Güte. Da baue ich doch lieber 5 Kilometer Zäune, als dass ein Mensch um Lebens kommt. Ja, aber irgendwie müssen ja trotzdem die Hilfskräfte da gut hinkommen. Also mit, keine Ahnung, oder so ein Material nehmen, dass die Feuerwehr da mit schwerem Gerät noch durchkommt. Ansonsten stehen die da und ja, toll, jetzt kommen wir zu unserem Zug nicht hin und können den Verletzten nicht helfen. Ist ja auch so ein Argument, das man öfter hört, dass eben bei zu viel Sicherheitsvorschriften, zu viel Sicherheitszäunen, Schallschutzwänden und bla bla bla, irgendwann dann die Feuerwehr und Polizei gar nicht mehr hinkommt, wenn was passiert. Ja, das ist richtig. Aber ich traue der Feuerwehr zu, dass sie den Seitenschneider nimmt und ruckzuck so einen Zaun. Ja, eben. Deswegen sage ich ja, sofern sie da irgendwie so Material, das ist, dass man durchkommt noch. Aber ein gutes Argument, sollte man beachten. Rettungskräfte müssen natürlich auch da dann kommen. Was hört man noch so oft als Gegenargument? Rutschige Schiene habe ich neulich gehört. Was ist denn, wenn es regnet und es wird rutschig und dann kann der Zug ja gar nicht mehr, wie soll er das da machen? Hat mir ein Lokführer gesagt. Dann habe ich ihn gefragt. Ein Zug das erkennt, dass er schleudert oder gleitet? Ja, genau, dass er schleudert und rutscht. Und wie soll er denn noch richtig anhalten? Ich als Lokführer kann ja auch nicht mehr machen. Ne? Wenn der Zug gerade im Schleudern ist oder im Gleiten ist, dann ja klar, eben das Leistung zurücknehmen und sanden, was der Zug ja automatisch könnte. Aber ja. Genau, ich habe den Lokführer dann gefragt, sag mal, wie oft bist du denn in deinem Lokführerleben schon über einen Bahnsteig gerutscht? Dann hat er gemeint, noch nie. Das glaube ich ihm sogar, weil ich kenne ihn schon etwas, der ist wirklich ein sehr zuverlässiger und vorsichtiger Fahrer. Und dann habe ich ihm gesagt, und warum soll der Computer das jetzt schlechter machen als du? Er fängt rechtzeitig an zu bremsen, hat genug Reserve, wenn er merkt, es wird rutschig. Und ich glaube, er merkt, dass es rutschig. Unser Fahrzeug merkt auch, dass es rutschig ist. Dann kann er halt dementsprechend seine Bremskurve anpassen. Und im schlimmsten Fall, wenn er denn mal rüberrutscht, na und... Dann setzt er halt 5 Meter zurück. Das ist ein Computer, der kann auch nach hinten gucken. Da braucht es halt hinten einen Sensor und warum nicht? Ja. Da sind wir wie bei dem Punkt, dass er sagt, ja, aber das ist jetzt auch nicht erlaubt. Ja, wenn ich einen automatischen Fahrbetrieb mache, dann passe ich auch meine Vorschriften an. Ja, ja. Niemand sagt, dass automatischer Fahrbetrieb mit dem funktioniert, wie es jetzt gerade draußen Befehl ist. Mit Befehl von Zurücksetzen und bla bla bla, wie lange sowas dauern würde. Die Leute stellen sich immer vor, dass der Computer deinen Befehl ausfüllt. Natürlich. Das du ist diktierst gut. ihn dann und da kommt dann die Stimme mit hier vom Google-Übersetzer. Ich wiederhole. Ja. Oder mit Siri. Ja, genau. Oh Mann. Was habt ihr noch so als Gegenargument? Los, testet mich mal. Mal gucken, ob ich... Das waren jetzt schon so viele gute Argumente. Vorhin hatten wir noch... Ja klar, dieser Klassiker immer von wegen Lokführer wären dann alle arbeitslos. Ja, ist eh nicht so, weil man sagen könnte, man kann die ja zu irgendwas anderem umschulen, auch innerhalb der Bahn. Finde ich auch ein gutes Argument. Die Lokführer sind dann alle arbeitslos. Also momentan haben wir schon mal das Problem, wir haben zu wenig Lokführer. Also wenn jetzt eine Strecke, und es ist ja nicht schlagartig, ich drücke auf den Knopf und tschups, jetzt fährt alles automatisiert. Fahrplanwechsel und dann 20.000 Lokführer arbeitslos. Nein, es würde Stück für Stück. Und momentan fehlen Lokführer. Das heißt, ich bin sowieso schon unter Null. Also bin sowieso schon im Minus mit meinem Lokführerbedarf. Die Strecken kommen Stück für Stück und nicht alle mit einmal. Und was ich dann noch hab, dann kommt so der Punkt, ja, also in dem Zeitraum, wo es denn wirklich passiert, wird es wahrscheinlich auch sein, dass Lokführer dann sich einen neuen Job suchen müssen. Und dann ist ja die Frage, dann gehen sie halt zu der nächsten Stelle, die noch Lokführer sucht. Schönes Beispiel, wenn jetzt die S-Bahn München wirklich sagt, wir führen den automatisierten Fahrbetrieb ein. Bis 2030 machen wir das. Dann würden wir bis 2030 Stück für Stück
unsere Lokführer reduzieren, Stück für Stück Linie in Betrieb nehmen und dann sind ja nicht plötzlich 500 Lokführer arbeitslos. Viel, viel weniger. Und ja, das tut dann bestimmt einigen Leuten weh, aber so war das auch schon bei jeglicher anderer Automatisierung. Wie viele Leute haben früher am Autobau gearbeitet? Wenn man sich das vorstellt, am Fließband wurde jedes Teil von mehreren Mitarbeitern installiert. Da stehen heute Roboter. Und es wird längst als gegeben hingenommen. Früher gab es auch keine Geldautomaten. Wenn man zur Bank gegangen ist, dann musste da jemand sitzen am Schalter, der ihm das Geld in die Hand gedrückt hat. Oder die Liftboys, wie wir es vorher schon gehört haben. Oder die Liftboys. Wie viele Liftboys sind arbeitslos geworden, als der Lift plötzlich automatisch fuhr? Und trotzdem steigen noch alle ein. Also das Argument mit, die Lokführer werden dann alle arbeitslos, gilt nur teilweise und dann auch nur sehr kurzfristig. Und das sage ich als derjenige, der mit dem das dann selbst betreffen würde. Da hat ja Herr Grube wohl gesagt, die Lokführer werden dann mit höheren Aufgaben betreut oder müssen wichtigere Aufgaben übernehmen. Jetzt erklär mir mal, was wichtiger ist, als diesen Zug zu fahren. Ja, ganz genau kann ich, also ich würde behaupten, das war Marketing-Sprech. Also hat er sich schnell was aus den Fingern gesaugt, um das schöner klingen zu lassen. Es hieß ja wohl, als die U-Bahn Nürnberg, da die ihre Linien bekommen haben, dass dann auch weniger Lokführer gebraucht wurden und alle, die überschüssig waren, die sind zu Sicherheitskräften oder sowas umgeschult worden. So habe ich es auch gehört, ja. Also dass angeblich eben keiner entlassen wurde, der wo da noch hätte gerne bleiben wollen im Unternehmen. Also welche Möglichkeiten es dann da gibt. Und wir haben ja vorhin schon vom teilautomatisierten Fahren gesprochen, dass am Anfang wird immer noch jemand da sein, der die Lok fahren kann, wenn es denn nötig ist und den Rest der Zeit disponiert vielleicht. Er sitzt auch auf dem Zug und macht die Ansagen und kann sich viel besser machen, kann sich viel mehr um die Anschlüsse kümmern. Ist dann natürlich nur die Gefahr dann mit dem Gehalt, ja, weil dann wird es bestimmt heißen, okay, hat nur noch so und so wenig Aufgaben, weißt du, und dann können wir es mal um so und so viel 100 Euro kürzen, das Gehalt. Ja. Das schätze ich mal, wäre von den Gewerkschaften her dann auch noch ein großes Thema. Ja, natürlich, den Kampf wird es geben, ja. Sei es drum. Weil dann auch von der Verantwortung ja natürlich viel, viel weg ist, wenn die Technik halt alles automatisch macht, Signale erkennen und was da alles dazugehört, was jetzt Lokführer alles machen muss. Ich höre auch immer wieder Störungen am Triebfahrzeug. Wer geht denn nach hinten, wenn da eine feste Bremse ist? Oder was ist, wenn das Heißläufer Ordnungsanlage angesprochen ist? Wer kontrolliert denn das, wenn da kein Lokführer mehr ist? Das ist so schön wie beim Simulator bei DB Training, wo du da den Touchscreen hast und hast du dann hier direkt Bremse absperren und so weiter, wo dann die Leitstelle praktisch wahrscheinlich vom Zug, also von PC aus selber hier Hebel umlegen kann praktisch am PC und das sich dann automatisch so umstellt. Ja. Alles elektronisch irgendwie gemacht. Kommt dann der Computerbefehl angleichen. Ja, irgend sowas, genau. Das ist einfach hier alles vom Rechner aus. Oder wenn es dann am Ende ist, Bremse ausschalten. Ja. Ja, du, warum nicht? Ich meine, die Zugbegleiter, die jetzt auf dem ICE unterwegs sind, die dürfen auch Bremsen ausschalten. Dann darf der Lokführer auch anweisen, geh mal bitte in den Wagen sowieso und schalt die Bremse aus und lüfte sie. Und das kann der Computer auch anweisen. Und dann frage ich dich mal, wie viele Züge sind denn in der letzten Zeit auf der S-Bahn liegen geblieben, weil die Heißläuferortungsanlage angesprochen hat? Oder weil sie eine feste Bremse hatten? Also automatische Senkeinrichtung war wohl mal eine Zeit lang ein Problem vor 2 Jahren oder so mit den Stromabnehmern, aber mittlerweile passt es ja auch wieder. Und wenn ich dann so einen Fall habe und der Computer wirklich meint, er könne jetzt nicht mehr weiterfahren, also auch nicht mal ganz langsam um die Strecke zu räumen, dann passiert das halt. Dann musste halt der Bus und die Feuerwehr und der Notfallmanager rausfahren. Irgendwie erinnert mich das, sag mal, ist das nicht gerade auch so, dass wenn der Lokführer meint, er kann nicht mehr weiterfahren, dass dann die Hilfskräfte kommen müssen? Ja. Es ist doch Stand der Dinge. Aber du hast halt eben noch das ist halt das, wo man eben Ewigkeiten diskutieren könnte und wo, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, es darauf ankommt, wer hat jetzt gerade Dienst, wer ist gerade der diensthabende Lokführer auf dem Zug? Ist es einer, der sich am liebsten vorne verschanzt und auf irgendwie Anfragen von der Sprechstelle oder auf Klopfen vorne kaum reagiert oder so? Das ist halt einer, der wo wir vielleicht auch gerade hier sein Wasser gerne mit den Fahrgästen teilt, die vielleicht gerade Durst haben und da jetzt festsitzen im Zug oder was auch immer. Das ist aber leider nicht der Standard. Und auf Anfragen an der Sprechstelle kann auch in der Leitstelle reagiert werden. Und klar, wenn ich sowas habe, dann beschalle ich den Zug dauerhaft. Er sagt, ja, wir haben Sie unter Kontrolle, wir sehen Sie, es ist alles in Ordnung, die Hilfskräfte sind unterwegs, bitte behalten Sie Ruhe. So wie es im Aufzug. Wie im Aufzug, wo dann auch der Liftboy früher gesagt hat, oh ja, kommen jetzt die Hilfskräfte, aber ich bin bei Ihnen. Jetzt kommt es halt aus dem Lautsprecher. Wollen wir uns ein kleines abschließendes Fazit ziehen, damit die Sendung nicht zu lang wird? Ja. Was glaubt ihr? Wie wird kommt solch ein automatisches, autonomes Fahren, fahrenloses Fahren? Und wenn ja, wann? Oder sagt ihr, nee, geht nicht, kommt nicht, keine Chance?
Also ich würde schon sagen, dass es irgendwann kommt, aber nicht in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Also du meinst die Ambition, das jetzt noch vor den Autos zu schaffen, noch vor 2020, unrealistisch? Das ist echt unrealistisch. Also jetzt in der knappen Zeit, das sind jetzt nur noch 4 Jahre, wir haben ja bald 2016. Ne? Ja, da wird allein das Zulassungsverfahren so eines Zuges beim EBA schon 4 Jahre dauern. Jo, genau. Dann müsste ich den Zug jetzt schon fertig haben, damit ich den noch zugelassen kriege bis 2020. Also dieser Fortschritt ist unausweichlich. Er wird irgendwann kommen, aber nicht in nächster Zeit. Wir haben halt eben auch sehr, sehr lange Entwicklungszyklen bei der Bahn. Ich meine, Züge sind auf Laufzeit von 30 Jahren ausgelegt. Mhm. Eben. Und jetzt werden gerade die neuen ICE4 und IC2 in Betrieb genommen, die natürlich auch keinerlei Vorrüstung haben für automatisches Fahren eines Tages. Die sollen mindestens wieder 30 Jahre fahren. Und nehmen wir wieder das Beispiel S-Bahn München. Da steht jetzt auch an, dass neue Fahrzeuge vielleicht kommen. Schauen wir mal, was in der Ausschreibung drin steht. Und da steht jetzt auch noch nichts mit automatischem Fahren drin. Das heißt, ich kann die vielleicht schon vorrüsten, damit ein teilautomatisiertes Fahren oder ein mehr Assistenzsysteme drinstecken. Aber dass der Lokführer darauf verschwindet und nichts mehr zu tun hat, in dieser Fahrzeuggeneration, also in der jetzt kommenden Fahrzeuggeneration nicht. Das heißt, wir müssen schon mal 30 Jahre überspringen. Eben, weil es ist ja ganz unabhängig davon, was für, also auch S-Bahn-Verkehr eben zum Beispiel die 430, die jetzt die letzten 2-3 Jahre alle in Umlauf kamen oder die ganzen Talent 2 im Regionalverkehr, auch die neuen Linz, und es gab ja so viel, was die Bahn jetzt immer wieder bestellt hat die letzten Jahre und was natürlich alles ganz klassisch im klassischen Sinne ist, und das ist alles für 30 Jahre ausgelegt, deswegen ich würde auch sagen, so schnell kommt da nichts mit automatischem Fahren. Vielleicht, dass man es wirklich mal testet auf irgendeiner Nebenbahnstrecke, ja, vielleicht, aber dass man sagt, aus dieser Testphase kommt man raus und fährt damit wirklich über weitere Strecken oder größere Netze, ne. Ja. Ist ja auch immer so ein Punkt, was als Gegenargument angeführt wird, dass die Menschen das nicht wollen, also die Fahrgäste wollen das nicht. Dann bin ich auf eine Umfrage gestoßen, die wurde in der Schweiz gemacht, bei der SBB war das, und dort haben sich die 14- bis 29-Jährigen zu 60% vorstellen können, ohne Lokführer zu fahren. Bei den 30- bis 49-Jährigen waren es noch 55% und selbst bei den über 65-Jährigen waren es noch 32%. Und da sieht man auch schön, dass es auch ein Generationskonflikt ist. Jetzt lass mal noch 30 Jahre vergehen. Ja, ich schätze mal, weil gerade die ältere Leute natürlich gerne jemanden noch vorne drin haben, gerade eben, wenn es um Notarzteinsätze geht, eben, dass sie vielleicht Angst haben, es könnte mir ja was passieren oder wie auch immer. Und ja, dann ist da hätte man auch die, das ist gut, da hätte man auch die Frage stellen können, können Sie sich vorstellen, in Zügen ohne Schaffner zu fahren? Ja. Da werden sich wahrscheinlich auch die Hälfte vorstellen können, nö, das würde ich niemals tun. Ja, nur, wir fahren da draußen alle ohne Schaffner. Da habe ich ja gar keinen Ansprechpartner mehr. Und wer ist denn da, wenn ich was brauche oder eine Fahrkarte oder wenn es mir schlecht geht? Also man muss dann schon Leute fragen, die auch wirklich oft mit der Bahn fahren, ja, und nicht vielleicht schon seit 10 Jahren nicht mehr in einem Zug waren und keine Ahnung davon haben, ne? Also Flo, du glaubst auch, dass es kommt. Nur ach, ich weiß nicht. Also so schnell auf jeden Fall nicht. Wir hören uns das nochmal 2020 hier an, diesen Podcast, und dann bin ich gespannt. Ja. Also ich glaube schon, dass die Bahn mehr und mehr dran entwickeln wird, aber dass gerade unser System, wie wir es haben, dieses Innovationshemde, wir sind mit einer PZB unterwegs, es wurde noch in Dampfloks verbaut. Und dass überhaupt überall PZB liegt, ist ja auch erst seit 3 oder 4 Jahren, wo da der eine Unfall war, Pflicht, und auch auf dem Gegengleis hier mit Trapeztafeln und bla bla bla. Also wie langsam hier alles vonstatten geht. Mit was für Technik wir gerade unterwegs sind, was Stand der Dinge ist, wie alt die ist. Ja. Also ich nehme mal ganz gerne das Beispiel des IS-Kabels. Wir hatten das schon bereits besprochen hier mal im Alps und Meer, was unsere Züge mit, dass die einzelnen Wagen in den Zügen verbindet. Ein 13-poliges analoges Kabel, was doppelt belegt ist. Ich habe hier zu Hause eine Gigabit-Leitung liegen, die ist halb so dünn und da kann ich mehrere HD-Streams gleichzeitig angucken. Und zwar fehlerfrei. Also das ist Stand der Technik, die wir da gerade draußen bewegen. Wobei das ja über WBT dann eben schon verbessert werden soll, was doch wohl diese DOS-ICs schon haben. Also ein bisschen geht ja zumindest scheinbar was voran bei der Bahn. Also ich glaube auch, dass da ganz viele Leute ganz viel wollen, auch an Unis unheimlich viele Projekte gibt, und es wird auch bestimmt in absehbarer Zeit, also bestimmt auch innerhalb der nächsten 5 Jahre Loks geben, die sich im Rangierbahnhof dann selber hin und her bewegen können und sowas. Aber dass wir Züge selbstfahrend auf der Strecke haben, selbst in so einem überschaubaren System wie der S-Bahn München, nein, nicht so, wie es aktuell gerade läuft.
Weil wer soll das finanzieren? Ja, und alles so träge ist bei der Bahn. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt viele gibt, die eben sich so Projekte ausdenken, vielleicht auch in irgendwelchen Unis oder irgendwie und bestimmt auch schon in Gesprächen stehen mit, was weiß ich, den Herstellern, Bombardier und DB und den ganzen Fahrzeugherstellern und eben Betreibern und bestimmt dann immer wieder dran scheitern, weil dann heißt es, er ist dafür nicht zuständig, dafür ist der Netzbetreiber zuständig, dafür ist Fahrbetrieb zuständig und bla bla bla. Und deswegen schätze ich, dass es einfach viel zu kompliziert ist, so Projekte umzusetzen innerhalb der Bahn. Ja, wir haben halt einen unheimlich hohen Preisdruck. Also es wird immer mehr Assistenzsysteme geben, das glaube ich schon. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit abschnittsweise automatisiert fahren. Das ist natürlich auch ein Punkt. Es geht auch um die Ausschreibung, wenn es um Regionalverkehr geht zum Beispiel. Wenn jetzt die Bahn sagt, okay, wir wollen auf der Strecke automatisch fahren, ja, vielleicht weniger Personalkosten, aber dafür mehr Kosten fürs Fahrzeug, na, dann gewinnt schon wieder die Privatbahn. Interessanter wäre natürlich, wenn der Besteller sagt. Ja, aber das wird sich der Besteller auch nicht. Wir möchten automatisiertes Fahren. Auch nicht trauen, weil er dann sich auch denkt, erstens macht da jetzt jemand mit bei der Ausschreibung, zweitens mit DB Netz klappt das alles so gut, bisher haben wir das so nirgends getestet, ob sich da jemand traut, Versuchskaninchen zu spielen in so einem Netz, irgendein Bundesland, ich weiß ja auch nicht. Ist vielleicht eine Frage der Politik. Ja. Da wäre dann irgendwie so eine eigenwirtschaftliche Strecke, wie oder im Fernverkehr ist es ja eben so mit den ICEs, dann insofern eher wahrscheinlicher, dass die Bahn halt sagen könnte, gut, ist von uns eigenwirtschaftlich, wir können hier machen, was wir wollen. Zumindest fahrzeugmäßig, ja, streckenmäßig sind sie natürlich genauso an DB Netz gebunden. Ja, da hast du das gleiche Problem. Die sind vielleicht noch enger verbandelt, aber im Endeffekt. Und dann gibt's natürlich auch viele diese nicht bundeseigenen Eisenbahnen wie Richtung Tegernsee, der Schaftlach-Tegernsee, was der DB Netz gar nicht gehört. Also gibt's ja auch nochmal Strecken, die dazukommen, wo ja selbst der Netzbetreiber privat ist und das macht's ja richtig kompliziert. Also wir können abschließend wirklich sagen, in Deutschland Bahnfahren sehr kompliziert. Neue Technik einführen, ja, muss man mal schauen. Ja. Wollen wir zum Feedback? Ja, doch. Ist heute nicht ganz so viel? Wir fangen mal mit was ganz Direkten an, was an mich herangetragen wurde. Wir haben in der letzten Folge einen Fehler gemacht. Und das Schlimme ist auch noch, Flo, du hattest eigentlich recht und wir haben dir widersprochen. Ich erinnere mich, ja. Ich war mir aber leider auch nicht sicher, sonst hätte ich natürlich hier stark, weißt du, einen starken Auftritt gemacht. Aber so, tut mir leid, habe ich mich zurückgehalten. Worum ging's? Wir haben behauptet, dass man bei der Baureihe 101 die AFB in 1 km/h Schritten frei hin und her stellen könnte. Und nicht 5er Schritten gesagt? Nee, haben wir eben nicht. Es sind nämlich 5er Schritte. Scheiße, das wäre doch die Richard-Wort gewesen. So eine Kacke. Tja, wir sollten halt nur über Sachen reden, wo wir uns auch drüber auskennen, oder? Das sind alles keine Fernverkehrleier. Ach nee. Dann haben wir zum ersten Mal Feedback so ein bisschen intensiver auf Twitter. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, wir wurden von einem anderen Eisenbahn-Podcast gefeatured. Ja, wir wurden in einem anderen Eisenbahn-Podcast erwähnt. Was? Wo, wann, wie, von wem? Der Eisenbahn-Podcast kommt aus Österreich, ist relativ jung, ist ein Einmann-Projekt, heißt Vom, Im und Zum Zug. Die Adresse ist fitz.at/podcast, steht auch in unseren Shownotes, könnt ihr mal vorbeischauen. Hat erst wenige Folgen, macht auch ein ganz anderes Format. Das ist also ein einzelner Lokführer, der das macht und der quasi von unterwegs berichtet, wie er gerade im Auto sitzt oder gerade auf der Lok und da auch nur sehr, sehr kurze Podcast-Schnipsel macht von wenigen Minuten. Ich fand's unheimlich nett anzuhören, vor allem, weil ich dieses Österreichisch einfach super mag. Aha. Das klingt einfach immer toll. Also, hört mal rein, fitz.at/podcast findet ihr auch in eurem Podcatcher eurer Wahl. Und auf Twitter habe ich auch eine Zuschrift bekommen, und zwar von Martin Rützler. Und Martin Rützler hat den Resonator-Podcast gehört. Das ist so ein Wissenschaftspodcast, hat eigentlich wenig mit Eisenbahn zu tun, aber sie hatten einen Gast in diesem Podcast, und zwar den Alexander Gerst. Alexander Gerst hat mir persönlich nichts gesagt, bis ich diese Folge gehört habe. Kennt ihr Alexander Gerst? Nein. Das ist unser aktueller Astronaut. Heißt es bei Deutschen auch Astronaut? Wie sonst? Auf jeden Fall war der für uns ein halbes Jahr auf der IES und er hat sich in diesem Podcast gewünscht, er würde auch gerne mal Lok fahren. Und da wurde ich gefragt, ob ich das nicht organisieren könnte. Muss ich mir noch was ausdenken, wie ich das mache? Ob ich mal die Marketingabteilung der Bahn anschreibe? Das wäre doch eigentlich der Plan. Ja, doch. Wäre doch eine Aktion, oder? Ja. Wenn unser deutscher Astronaut ist, ja. Ich glaube, da sagt die Marketingabteilung schon meine auch. Lokfahrt. Sollte doch hinkriegen. Sollte man noch. Sollte doch machbar sein. Dann müssen wir umgekehrt sagen, wir wollen aber auch mal hier hochfliegen, gell? Also, wir wollen schon auch was haben dafür. Ja, er hat in dem Podcast berichtet, wie kompliziert das ist, mit wie vielen tausenden Bewerbern er sich da auseinandersetzen musste. Okay. Könnt ihr vielleicht mal reiten hören, Resonator-Podcast. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Dann kam auch was über Facebook, die das Wort raten. Da kam viel über Facebook. Aber Flo, fang du an. Das ja, ich schaue gerade, ich suche mich gerade zurecht. Facebook. Oder bei den Auswahltagen.
Du weißt, dass das in unserem Dokument steht, oder? Ja, ich schaue das Dokument gerade an. Kannst du es mir bitte markieren? Es ist auf der zweiten Seite. Seite 2? Ja, von dem Auswahltag, oder? Hier am Ostbahnhof. Ja. Ja. Ah. Der Timo. Ja, der Timo hatte halt geschrieben, dass er am Montag vor ein paar Wochen seinen Auswahltag hier hatte bei der S-Bahn München zum Alp, also auch diese klassische Alp-Ostbahn, wie wir drei die auch alle gemacht hatten, und hatte uns halt dann eben nach Tipps dafür gefragt, genau. Und er wäre auch daran interessiert, den Regionalverkehr mal ein bisschen näher erläutert zu bekommen, wie es Markus schon mal vorgeschlagen hat. Also zunächst mal, was die Tipps angeht zum Auswahltag, haben wir ihm natürlich auch nicht viel verraten können, beziehungsweise nichts anderes verraten können, als wie es auf sbmazubis.de steht an Tipps. Mehr gibt's einfach nicht, werdet ihr auch nie von uns bekommen, braucht ihr uns gar nicht dazu anschreiben, weil das dürfen wir nicht. Und wir wollen natürlich auch, dass ihr alle die gleiche Chance habt und nicht nur, weil ihr von uns mehr interne Infos hättet, deswegen auch eher genommen werden würdet als andere. Genau. Und ja, den Regionalverkehr hat ja gerade eben schon gesagt, dass er eben auch gerne eine Erläuterung dazu hätte. Werden wir auf jeden Fall mal aufgreifen und in einem der nächsten Podcasts dann erklären, wie das alles funktioniert, genau, mit den Ausschreibungen im Regionalverkehr. Ja, Timo hat uns geschrieben, das war auch über Facebook, oder Markus? Ja, das ist alles immer noch der gleiche. Von Schwarzfahrern, was wir von Schwarzfahrern halten, ja, logischerweise halten wir davon gar nichts. Ihr sollt schon schön alle euren Fahrpreis bezahlen und finanziert uns ja damit auch immerhin. Nee, also wirklich, Schwarzfahren ist nix. Und findet ihr den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe auch so hässlich oder Montabaur und Limburg? Ja, also ich habe ihm ja schon geschrieben, ich kann dazu nichts sagen, weil ich die Bahnhöfe alle kaum bis gar nicht kenne. Ich glaube, einmal mit dem ICE durchgefahren. Wie ist es bei euch so, Markus und Philipp? Mir sagen die überhaupt nichts. Also Kassel habe ich beim Durchfahren gesehen, weil da manchmal der Zug von Berlin aus durchgefahren ist. Aber ansonsten, lustigerweise haben in einer Bahnheldenfolge die beiden auch darüber hergezogen, wie hässlich das ist. Hm. Von daher, Timo, hör mal da rein. Die wissen mehr darüber zu sagen und die fanden die auch nicht schön. Ja, ist auf jeden Fall zwischen Köln und Frankfurt auf dieser Neubaustrecke. Also das Montabaur und das Limburg, die letzten beiden. Aber war Montabaur nicht die, die sich das irgendwie erkauft haben oder so? Waren es nicht sogar beide, Limburg und Montabaur? Irgendwie eines von Rheinland-Pfalz und eins von Hessen. Ja. Und die wollten beide unbedingt, beide Bundesländer mindestens einen Halt haben irgendwie auf ihrer Strecke. Irgendwas war da, das war sehr kuriose. Also Kassel sagt man auch als einziges was von den dreien. Also so vom Sehen her. Montabaur, klar, gehört hat man alles drei schon mal, aber Kassel, der einzige Bahnhof, den ich kenne vom Sehen her. Aber auch nur unten, oder? Ich war doch noch nie draußen. Ja, auch nur unten, genau. Bin da mal umgestiegen, das weiß ich noch. Ich nicht mal das, nee. Hast du mir schon mal mehr voraus. Montabaur und Limburg kenne ich überhaupt nicht, ne. Übrigens, Timo hat dann auch noch geschrieben, dass er den Auswahltag bestanden hat. Mhm, stimmt. Glückwunsch dann auch mal an der Stelle, ja. Ja, kam einige Tage später. Hoffen mal, dass du auch den Rest des Bewerbungsverfahrens bei der S-Bahn bestehst. Da kommt dann noch die, eigentlich nur noch der Arzt, oder? Ja, aber nur ist natürlich gut, gell. Der Arzt ist ja das, wo dann doch einige, das ein oder andere Problemchen damit haben, ne. Ist eigentlich gemein, und, Ich fände es andersrum manchmal besser, wenn erst, aber gut, klar, das muss irgendwie voraussortiert werden, das ist halt das Problem. Ja. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Er meint, ja. Er hat ja geschrieben, er hat erzählt, dass er über uns auf die S-Bahn gekommen ist. Ja. Da gibt's doch so eine Anwerberprämie. Teilen wir uns zu dritt einfach auf. Ja, das ist gar nicht so wenig, oder? Das ist nicht 1000 Euro oder so? Ja. Also ich hatte es für einen aber mal versucht und es hat aber nie funktioniert. Da hieß es erst, er muss mindestens eine Woche dabei bleiben. Dann hieß es muss bis zum Ende der Probezeit sein. Dann hieß es, er muss mindestens ein Jahr dabei sein. Und dann habe ich aufgegeben. Nee, also, ein I-12, ja, aber es ist das Ende der Probezeit. Ja, aber da hieß es dann auf einmal, er muss ein Jahr dabei sein. Also ich habe das ja auch gemacht. Ich hatte bei mir auch einen Lokführer reingeschrieben von der S-Bahn. Mhm. Und nach meinem Ende der Probezeit hat er dann das Geld bekommen, ja. Komisch, ja. Nee, also wir sollten da mal aufschlagen bei der S-Bahn. Ja. Ich finde, da sollten wir was kriegen. Dann haben wir noch Zuschriften auf YouTube. Und zwar lustigerweise unter Folge 1. Was? Ja, da hat jemand unsere erste Folge gehört und fand es ganz toll, dass wir über das SMK berichtet haben. Und dass er da auch gerade war. Und zwar bei Schenker. Und ist ganz spannend fand zu hören, wie es anderen beim SMK ging. Da kann ich schon mal so einen ganz kleinen Vorgriff auf die nächste Folge machen. Ich glaube, du wirst in der nächsten Folge von Ipes on Air noch mehr übers SMK hören. Schauen wir mal. Der Phil 1992, auch bei YouTube, hat sich nochmal über das Einstellungsverfahren bei der DB echauffiert. Vor allem über die IAS AG, die das für die Bahn macht. Und dass auch private Verkehrsunternehmen machen das wohl auch bei der IAS AG. Und schreibt, dass da schon einige ausgeschieden sind, die eigentlich topfit waren.
ja, soll man dazu sagen. Er ist nicht der Einzige, der sich über dieses Bewerbungsverfahren echauffiert. Selbst unser Ausbilder bei der Bahn hat gesagt, meine Güte, was machen die da nur? Der war doch top, der Kandidat, jetzt kriegen wir den nicht. Und genau, da haben wir noch den Frederik Carboneras. Ich habe mich konzentriert, nicht Carbonara zu sagen. Und er hat nochmal zu dem Ishihara-Test geschrieben, dass wohl 70% der Männer den nicht bestehen. Okay. Und der darf auch nur bei bestimmtem Licht ausgeführt werden. Mhm. Und zum Beispiel Piloten benutzen den Ishihara-Test nicht mehr. Ja. Gut, keine Ahnung, wenn das so ist. Und abschließend haben wir noch den, ach ja genau, hier, S-S-I-N-G-F-O, was auch immer das heißen soll. Er hat gefragt, ob wir was dagegen haben, wenn er sich die Folgen runterlädt. Nein, das darfst du natürlich tun. Und du musst sie auch nicht von YouTube runterladen, sondern du kannst einfach auf ipsonair.de gehen, da gibt's einfach einen Download-Link für die MP3-Dateien und dann hast du sie. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist sie weiterverbreiten oder verkaufen oder was auch immer. Verkaufen, das wär's ja. Aber anhören und kannst du dir sie rauf und runter. Mit einem Abspielgerät deiner Wahl. So, ich würde ja mal sagen, da Flo ja offiziell der Nachfolger von Patrick ist und Patrick nun mal unser Hörerservice-Spezialist war, musst du das jetzt wieder übernehmen. Da muss ich nochmal schauen, wie die Website heißt. Ja, also ihr könnt uns schreiben jederzeit über alle Wege, unter anderem natürlich über die Website ipsonair.de. Dann gibt's den YouTube-Kanal, der heißt auch ipsonair, wie kreativ. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir haben Facebook, auch dort heißen wir ipsonair, wenn ich richtig liege, oder? Ja. Und war da noch irgendwas? War da noch ja, Twitter irgendwas? Haben wir auch noch. Twitter, wie heißen wir denn da? Da bin ich nicht. Ihr werdet es nicht glauben, aber... Auch ipsonair. Also ihr braucht euch nur ipsonair melden, einfach bei Google eingeben und dann kommt es schon irgendwie das Richtige. Genau. Meldet euch einfach, schreibt Positives, schreibt, wenn es sein muss, Negatives, nur wenn es sein muss. Korrigiert uns, genau. Wenn wir keine Ahnung haben. Diskutiert mit uns, wann der fahrerlose Betrieb kommt und warum nicht und warum wir eigentlich total daneben lagen und gar keine Ahnung hatten. Oder warum wir auch recht hatten, wie auch immer. Wir freuen uns über jedes Feedback. Dann war es das schon für Folge 27. Genau. Ich würde noch ganz kurz die nächste Folge anteasern. Folge 28 wird hoffentlich, wenn wir es schaffen, eine Folge mit zwei Gästen. Drückt uns die Daumen, dass wir beide und uns hier alle terminlich zusammenkriegen. Ansonsten wird das eine schöne Folge. Und ein ganz klitzeklitzekleiner Ausblick auf Folge 29. Wir planen einen Stargast. Wer wird das wohl sein? Seid gespannt. Genau. Dann. Bis dahin, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Macht's gut. Danke fürs Zuhören und... Tschüss. Tschüss.